Du liebst mich nicht. Du liebst mich einfach nicht. Du liebst mich nicht. Und deshalb liebe ich dich jetzt auch nicht mehr. Ja, jawohl, genau. Meine Damen und Herren. Da sind wir doch schon auf einem Dampfer hier. Ja, wir haben einen großartigen Gast und diesmal eine weibliche Person. Ja? Ich bin sehr schlecht gelaunt. Der ist sehr schlecht gelaunt. Man merkt auch schon, das hat ganz anders hier angefangen. Ja. Aber bevor ich dazu zu der Geschichte komme, ja. Christina Diamantes, meine Damen und Herren, einen fetten Applaus, ja. Christina Diamantes ist Paartherapeutin und spezialisiert auf Narzissten. Narzisstisch-toxische Beziehungen, genau. So. Oh, und weil wir ja voll oft über das Thema gesprochen haben, ja. Weil Nisa hat ja eine gewisse Meinung darüber. Über das toxische, narzisstische. Dachte ich. Ey, wieso stellt man mich direkt an den Pranger in 2 Minuten in der Begrüßung? Ey, das stimmt nicht. Ich komme ja noch zu dir. Okay, so, ist ja nicht. Deswegen haben wir erstmal schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, wir freuen uns echt. Man merkt auch, das riecht schon hier besser. Ja. Weil wir haben immer so Gäste, die stinken eigentlich. So, auch jetzt letztens. Also, Salim Samato sagt dir was? Nee. Den würden wir gar nicht einladen, weil die Krätze kriegst du hier nicht mehr weg. Von das ätzt dann. Das ätzt dann. Das Sofa ätzt. Und man merkt, dass du natürlich eine Frau bist. Spiegel, gucken, nochmal Make-up, Kamera, sich gut aus. So sind wir gar nicht, ne? Ja, so sind wir gar nicht. Also, erstmal, weil Cheyenne sieht ja makellos aus, der braucht sowas nicht. Sowieso nicht. Der ist immer. Sehe aus, ob ich in Tschernobyl geboren bin. Na ja, gibt es in Tschernobyl keine gut aussehenden Menschen? Du kannst auch ein guter Tschernobylese sein. Tschernobylese, das ist gut. So, wir sind sehr froh, dass du hier bist. Ja. Christina, ich bin. Du hast zugegeben, dass du froh bist, dass eine Frau hier ist. Ja, ich bin echt froh, dass sie hier ist, weil ich glaube, das wird eine sehr fruchtbare Diskussion, wo jeder etwas mitnehmen kann, ja. Weil jeder, der die Deutschen hört, weiß, zu 99,9% nimmst du hier gar nichts mit. Ja, das ist einfach ein blöder Podcast. Wir wollen ein bisschen was zurückgeben den Leuten. Ja. Und ich denke, dass du uns da helfen kannst, weil viele Sachen sind so ein bisschen verschwommen geworden. Jahr zu Jahr, 2020, 21, 22. 23 mittlerweile. Deswegen ist es gut, dass du da bist, aber bevor wir erstmal aufs Thema eingehen, wollen wir erstmal wissen, wer bist du, wo kommst du her, was machst du? Alter darf man ja nicht fragen, auch so eine Scheißsache. Gewicht so, darf man auch nicht fragen. Gewicht. Ich frage eine Frau das erste nach dem Gewicht. Ja. 59 Kilo. Ja. Wow. Wow. Bist du aus Äthiopien? Nee, aber nach der Griechenland-Krise, weißt du schon, haben wir auch da abgesperrt. Ja, das ist sehr gut. Christina, du kommst aus Bayern, ne? Aus der Gegend. Genau, ich lebe am Chiemsee. Ja, Mai. Am Chiemsee. Mhm. Mhm. Gehst du da auch schwimmen? Sind Haie im Chiemsee? Eher Skifahren. Sind ich Haie hab's nicht so mit dem See und Schwimmen. Ich bin eher so, das ist halt das Griechische. Ich gehe lieber ins Meer. Ja, wollte ich gerade sagen. Mhm. Griechen sind so Meerleute, ne? Ja, total. Ich bin auch, eine Zeit lang habe ich auch in Griechenland gelebt. Ich bin 2016 wieder zurückgekommen nach Deutschland. Ich habe davor in Griechenland gelebt, 12 Jahre mit meinen 2 Töchtern und mit meinem damaligen Mann. Und dann bin ich 2016 nach Deutschland gekommen, wegen diesem Podcast. Narzissten. Ja, ah, genau, du hast mich damals schon angeschrieben und das wollten wir jetzt eigentlich nicht öffentlich machen. Ja. Du hast also mich damals das heißt, schon. Du bist nicht nur Paartherapeut und hilfst anderen Leuten, um narzisstischen, toxischen Beziehungen aufzuklären, sondern du warst selber in einer Beziehung, die so war. Genau. Das heißt, du sprichst von eigener Erfahrung ja. Und nicht wie diese Therapeuten, die einfach nur was studiert haben in der Theorie. Ja, also der Erfahrungswert gerade in dem Bereich ist unterschätzt. Ja, ich war 4 Jahre lang nach meiner Ehe dann in so einer missbräuchlichen Beziehung. Und ich war schon in meiner Ausbildung, habe ich diesen Berührungspunkt Narzissmus ja schon während der Ausbildung gehabt. Aber ich habe in der Beziehung und während der Ausbildung nicht gemerkt, dass ich mit einem Narzissten zusammen bin. Das kam erst sehr viel später. Und es kam auch natürlich im Laufe der Jahre wegen meiner Arbeit. Ne? Da kam das erste Paar, wo ich mir dachte, da erzählt die Frau über die seltsame Geschichte, die ich durch hatte. Und dann kam die zweite, die fünfte, die zehnte, die hundertste. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, Christina, also entweder du siehst hier rosa Schafe, projizierst irgendwie deine eigene Geschichte, bist noch nicht drüber weg. Oder es hängt mit was anderem zusammen. Irgendwann bin ich dann oft in Supervision gegangen, habe mich mit vielen anderen Therapeutinnen und Therapeuten unterhalten. Man bearbeitet ja ab und zu so Fälle, ne, wo man nicht weiter weiß und wo man so einen Blick von außen braucht. Naja, und dann musste ich feststellen, dass es nicht bei einfach ein paar Geschichten geblieben ist, sondern dass wir hier nicht eine individuelle Beziehungsdynamik haben, sondern mit Narzissmus tatsächlich ein gesellschaftliches Problem. Okay. Darauf, auf dieses ernste Thema, würde ich gerne später eingehen.
klar. Weil ich würde gerne erstmal ein paar... Mein Tzatziki-Rezept haben. Genau. Genau. Ja, das ist doch das Niveau, das ich hier habe. Ja, weil die Sache ist, ich habe ja einen Partner, den ich auch zufriedenstellen muss. So, und da gibt es ja gewisse Sachen. So, ich muss. Ach, so, ich dachte, ihr seid nur Kollegen, ihr seid Partner. Ihr Lebenspartner. Ja, wir sind ein Paar. Du kannst natürlich auch eine Paartherapie bei ja, uns. Ja, wir sind aber eine offene Beziehung, ist ja heutzutage normal. Ja. Jeder kann mit jedem. Polyamorous. Ja. Ja. So. Genau. Amber Rose. Ja, irgendwie. So. So. Dass ich meine Frage zu, meinen Partner zufriedenstellen kann, habe ich einen kleinen Fragebogen. Den habe ich im Kopf. Ja? Mhm. So, erstens, okay. Kannst du kochen? Ja. Ist das okay? Das ist sehr gut. Okay. Mutter ist sie? Ja, sehr gut. Okay, hast sie großartig großgezogen? Wunderbar. Hast alles dafür gegeben? Sehr gut. Gute okay. Frau. Gute Frau. Gibst du Widersprüche gegenüber dem Mann? Nie. Nie. Ja, das ist guck mal, siehst du, wie ich seine... Ich nicke zu allem und sag ja und Amen, ja, Schatz. Natürlich, Schatz. Wie du möchtest, Schatz. Ja, ja aber willst. Da gibt es weniger Probleme. Ja. Wenn der Mann sich benimmt. Genau. Wenn der Mann... Okay, das heißt, du bist akzeptiert jetzt hier in einem Stuhl, man merkt, deine Sympathie steigt. Das ist schon mal schön. Du hast die Hürden überwunden. Bevor wir zu ich bewege mich auch nur, wenn der Mann es erlaubt aus der Küche. So, die ganze Wodka bleibt jetzt so ganz steif. Ich sag's an alle Zuhörer und Zuschauer, ne? Diese Folge wird sehr, sehr krass werden, mit Ansage. Warum? Wir werden hier eine Achterbahn der Gefühle haben. Wir werden jetzt uns hier noch kaputt lachen. Wir werden wahrscheinlich hier Tränen haben und wahrscheinlich sehr, sehr viel Wut hier haben, was Menschen anderen Menschen antun werden. Das heißt, es könnt ihr gespannt sein, was eine Folge das wird. Aber ich möchte gerne vorab die Mythen klären, die wir so im Kopf haben oder was wir von Zuschauern und Zuhörern hören oder was unser wunderbarer Nisa, der eigentlich Beziehungsexperte ist. Ja, ich bin ja hier der eigentliche Beziehungsexperte. Das habe ich mir gleich gedacht. Und jetzt sind zwei Leute, die Expertisen haben und austauschen können. Austauschen können. Na, hau raus. Erste Mythos. Von Nisa, weil ich nicht so gut Deutsch sprechen kann, würde ich gerne das Mic an ihn geben. Der ist so geil. Zu dem Mythos, dass es gar keine toxische Beziehung eigentlich gibt, das ist ein neues Wording einfach nur. Also. Erklär das mal. Die Sache, die mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, dass ich das Gefühl habe, es kann ja sein, dass ich mich irre, ich bin nur ein Mensch, dass die Worte toxisch und narzisstisch einfach inflationär benutzt werden, ja, gefühlt jede Frau, ob man sie im Privatleben trifft oder im Internet, behauptet einfach, mein Ex war ein Narzisst und ich war in einer toxischen Beziehung. Man sieht gar keine Frauen mehr, die sich einfach so von einem Mann getrennt hat, wo sie sagt, ja, wir haben uns einfach nicht verstanden. Sondern der Ex oder er war ein Arschloch. Oder er war ein Arschloch, genau. Der Ex ist immer ein Narzisst und es war immer eine toxische Beziehung. So, dass natürlich an der einen oder anderen Stelle die Vermutung auftreten könnte. Wie der könnte. Aufpasst, gell? Der ist ja, ich bin er kann stolz. Mir ja noch nicht mal in die Augen gucken. Ja, ja, das ist, guck mal. Das ist ja, das ist ja verboten bei denen. Ach so, ach, okay. Soll ich mich zu dir drehen und mit ihm ich reden? Ich bin Europäer, okay, ich mache alles. Wir versklaven auch Leute. Ja, genau. So, und da könnte man, da könnte an der einen oder anderen Stelle, könnte man denken, dass die Leute gar nicht wissen, was diese Begriffe genau bedeuten oder dass dieses gesellschaftliche Problem gar nicht da ist, sondern... Oder so vorhanden oder ist. Oder so extrem vorhanden ist, sondern dass das künstlich aufgebauscht ist. Und dieser Sache würden wir gerne auf den Grund gehen. Weil, du hast geredet wie ein Löwe. Oh Gott, bitte nicht, ey. Jetzt fängt er auch noch damit an. Spaß. Eine Frage hat 2 Minuten. Ja. Christina. Und was ist jetzt deine Frage? Ja, ich habe ja keine Frage gestellt, das wollte ich nämlich gerade sagen. Und deswegen ist meine... deswegen ist ja meine Frage. Bist du über... Meine Frage ist, woher kommt diese Faszination für diese zwei Worte in den letzten Jahren? Danke. Wenn also, man über Beziehungen spricht. Also zum einen glaube ich nicht, dass es was mit Faszination zu tun hat, wenn wir über toxische Verhaltensweisen reden, über Narzissten. Narzissten hinterlassen echt verbrannte Erde. Der Grund, warum das jetzt in aller Munde ist, ist natürlich, weil die Menschen sehr viel mehr... Du kannst mir immer noch nicht in die Augen gucken. Ja, ich höre jetzt, ich kann dir auch zuhören. Das ist ein Podcast. Also, der Grund, warum die Frauen das in den Mund nehmen, ist, weil natürlich durch Social Media sehr viel mehr Aufklärung passiert ist in den letzten Jahren. Narzissmus ist ganz tief verankert in unserer Gesellschaft. Narzissmus hat es schon immer gegeben, aber die Menschen haben jetzt einfach ein Bild davon, wie narzisstische Gewalt aussieht. Und zwar
nicht nur auf Beziehungsebene, auf partnerschaftlicher Ebene, sondern auch im beruflichen Umfeld. Ja? Und wenn wir sagen toxisch, muss es nicht unbedingt gleich narzisstisch heißen. Toxisch sind wir alle mal. Aber das, was es narzisstisch macht, ist die Häufigkeit, die Beständigkeit, also per se ein Verhaltensmuster. Und natürlich auch die Motivation, die dahinter steckt. Und eins kann ich dir sagen, wenn eine Frau sagt, er war narzisstisch oder er war toxisch, um nicht zu absolut zu klingen, hat sie in 99,9% recht damit. Ne, das glaube ich nicht. Ich will dir mal ein paar Zahlen nennen. Also. Aber es gibt ja auch einen Mann. Es können ja auch Frauen narzisstisch sein. Ja, natürlich können auch Frauen narzisstisch sein. Machen wir, trennen wir das jetzt oder was? Ja, das trennen wir. Okay. Ich gebe dir jetzt ein paar Zahlen. Okay, also pass auf. WHO UN-Report Februar letzten Jahres. Eine Erfassung. Haben einen Bericht rausgebracht. Da ging es um die Erhebung der Zahlen, wie viele Frauen auf der Welt Gewalt ausgesetzt sind. Ja? Ja. Ich nenne euch jetzt mal ein paar Zahlen. Also, können wir schätzen? Ja, schätzt, gerne. Ich sage, 70% der Frauen leben in Gewalt. Also ich halte ja die WHO eh nicht für eine... WHO und UN, United Nations. Ja, beide Organisationen halte ich nicht für ganz koscher. Das ist aber ein anderes Thema. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Zahlen stimmen. Ich würde sagen, also unabhängig von dem, was die sagen, einfach mein Empfinden. Du sagst 70%. Ich sage auch zwischen 60% und 70%. 740 Millionen Frauen auf der Welt sind von Gewalt betroffen. Und zwar jegliche Form von Gewalt. Ne? Und da fängt es ja schon mal an, dass die Gesellschaft keine Ahnung hat, wie viele Formen der Gewalt es gibt. Und von diesen 740 Millionen sind 636 Millionen Frauen von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. Das macht auf der Welt fast jede dritte Frau. Das macht auch aus jedem dritten Mann einen Täter. Und zwar weltweit. Okay, wenn man das, wenn man das jetzt so sagt, dann impliziert das ja generell, dass ein Mann, dass viele Männer sehr schlecht sind, richtig? Gewalttätig. Gewalttätig, ja. Mhm. Das ist ja schon mal eine Herangehensweise, meiner Meinung nach, die ungesund ist, weil man, der Mann steht ja dann immer unter Tatverdacht. Generell, das heißt, man wird ihn sofort in eine Schablone reindrücken, sobald man irgendetwas hört, was dafür sorgen kann, dass er natürlich diesen Stempel abbekommt. Meinst du, dass die Aufklärung über dieses Thema, was eigentlich wichtig ist, falsch rüberkommt, dass einfach nur die Leute als Täter bestimmen? Ja, ich habe so, es klingt einfach negativ, es ist negativ behaftet. Weil es auch negativ ist, es ist Gewalt, wie willst du es denn umschreiben? Du sollst nicht umschreiben. Das habe ich nicht gesagt, dass man das umschreiben soll. Ich habe nur gesagt, dass, also wenn diese Zahlen stimmen und man sagt, jeder dritte Mann ist gewalttätig. Mhm. Jetzt ist mal die Frage, glaubt ihr das? Also ich kann es aus meiner Erfahrung, aus meiner Arbeit und auch die vielzähligen Kollegen und Kolleginnen, die meine Arbeit machen, also in demselben Feld tätig sind, kann man das tatsächlich so bestätigen. Also ich glaube sehr wohl, wenn ich mir das eingebettet in dem Gesamtkonstrukt anschaue, dass es sehr wohl eine realistische Zahl ist. Was denkst du? Die Frage ist, wie wird das gemessen? Ab wann fängt Gewalt an? Vielleicht sagt eine Frau, mein Mann schreit mich immer an. Das ist psychische Gewalt. Ja, und dann? Aber vielleicht ist es ja auch, ein Mann ist immer wütend. Ich rede jetzt nicht von Anschreien, ne, dass er sie in eine Ecke drängt und so komplett zu Sau macht, dass sie so Angst hat, wenn sie sich bewegt, dass er ihr eine scheppert. Sondern der ist einfach ein Typ, der ist immer laut. Der meckert einfach immer. Wenn er dann in diese Statistik fällt, obwohl er vielleicht gar kein gewalttätiger Typ ist per se, sondern er ist einfach einer, der immer, und er macht es auch nicht bei ihr, weil sie eine Frau ist. Er hat einfach, was weiß ich, er ist so ein Choleriker, der ist so ein lauter Typ. Verstehst du, was ich meine? Aber, ja, ich verstehe gar nicht, wie das gezählt wird. Ja, genau, er hat dann aber dann direkt diesen Stempel, dass der halt so ein Arschloch ist. Dass der so. Aber glaubst du, eine Frau würde zur Polizei gehen, und das sind ja die erfassten Fälle, ja, ne? Würde eine Frau zur Polizei gehen und sagen, mein Mann war zu laut, okay, Statistik, Gewalt. Glaubst du, dass das so abläuft? Ich weiß nicht, wie das genau abläuft. Also Frauen gehen schon grundsätzlich aufgrund von vielen Faktoren, dass es, die Dunkelziffer ist weitaus höher, gehen ja schon gar nicht, also haben Angst davor, ne,
Dinge, häusliche Gewalt oder jegliche Form von Gewalt zur Anzeige zu bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Statistik oder in dieser Datenerfassung auftaucht, dass ein Mann, der seine Frau lediglich angeschrien hat, da aufgefasst ist. Okay. Findest du, also stehst du komplett hinter der Aussage, dass man einer Frau per se immer glauben muss? Mittlerweile ja. Aber das kann ja, das... Was aber ist aber mit der Bubble? Lügen. Aber was ist mit der Bubble? Bei Gewalt hört diese Bubble auf. Also, nein, ich meine die Bubble in dem Sinne, du hast jetzt diese Fälle jeden Tag um dich. Mhm. Dein Leben besteht daraus, dass du immer diese negativen Geschichten, die leider Gottes passieren, mhm. die in keinster Weise gerechtfertigt sind. Ja? Mhm. Also Gewalt überhaupt an mhm. Frauen, Kinder, an Männer, egal was. Gewalt auch an Tieren, das ist egal. Mhm. Gewalt an sich ist was sehr Ekelhaftes. Wenn ich jetzt jeden Tag mit Millionären rumchille mhm. und die Leute geben Gelder aus, kaufen sich Ferraris, Lamborghinis, irgendwann mache ich doch im Kopf, ey, das ist ja jeder so. Weil das ja nur meine Bubble ist. Genau. Wenn ich jetzt nur mit Leuten bin, die negativ sind, irgendwann werde ich auch negativ. Mhm. Kann das sein, weil du vorhin gesagt hast, ey, ich erkenne das in meiner eigenen Erfahrung. Und ich sehe das immer auf meiner Arbeit. Ich sehe das immer auf meiner Arbeit, dass du sagst, okay, wir haben 87, 88 Millionen Einwohner. Ja. Wenn zu dir 100 Leute mit diesem Problem kommen, kommen ja aber 20 Millionen andere nicht. Eben, und es ist ja auch so. Das meine ich mit Bubble. Aber so geht die Rechnung nicht auf. Auch Leute, ihr habt einen falschen Ansatz. Na, erklär mal. Es ist ja, naja, es ist ja nicht nur meine Wahrnehmung, die ich in meiner Praxis, also das alles, was erfasst wird, was evidenzbasiert und datenbasiert ist, das, was von außen kommt, das deckt sich ja lediglich mit meiner Arbeit und nicht nur mit meiner Arbeit, sondern wenn wir da mal auf einer anderen Ebene drauf schauen, ja, ja, meinetwegen BKA, Statistiken, Bundeskriminalamt, ja, wie viel Anteile männliche Täter sind, ja, wie viel Sexualverbrecher sind, wie unsere Gefängnisse aussehen. Ich weiß, dass euch das nicht gefällt, weil das natürlich in, also nicht gefällt im Sinne von, dass es sicherlich eine Tatsache ist, die aus eurer Position als Mann schwer nachzuvollziehen ist, dass es diese Masse an Gewaltbereitschaft und gewalttätigen Männern gibt. Es ist aber nicht eine Bubble, sondern wenn man außerhalb guckt und sich mit anderen Aspekten beschäftigt, dann kommt man leider sehr schnell drauf, dass wir ein Thema haben und das kommt auch nicht von irgendwoher, dass diese mhm. Gewaltbereitschaft gerade unter Männern da ist. Ja, wenn man aber sagt, dass eine, also erstmal glaube ich nicht, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass man, also ich finde diese Aussage zu pauschal und das ist Schubladendenken zu sagen, nee, eine Frau sagt immer die Wahrheit, weil es einfach nicht stimmt. Vielleicht sagen die meisten die Wahrheit, vielleicht sagen viele die Wahrheit, aber man kann nicht sagen, die Frau sagt immer die Wahrheit, weil es genug Beispiele gibt, selbst in der Prominenz. Die Falschbeschuldigungen von ja. Vergewaltigung und Sexualverbrechen liegen unter 1%. So, Moment, und jetzt kommt's. Und es kommt ja noch dazu, warum die Zahlen eventuell so sind. Sagen wir mal, es gibt eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Mhm. Der Mann meckert immer. Der ist so ein schlecht gelaunter Typ. Der meckert immer. Der schreit wegen jeder Scheiße rum. Die Frau ist genauso. Die schreit auch wegen jedem Mist rum. Sie geht vielleicht irgendwann zur Polizei, aber er ist nicht ein Typ, der zur Polizei gehen wird. Also wir haben definitiv eine Hemmschwelle bei Männern, denen Gewalt passiert. Wobei ich aber sagen will, dass ich 100% davon überzeugt bin, weil es natürlich auch ein körperliches Ding ist. Ne? Weil es ja auch ein Machtding ist. Jemand, der mhm. mächtiger ist, der nutzt seine Macht aus. Ich bin natürlich 100% überzeugt davon, dass Männer das 100 Mal mehr machen als Frauen und dass Frauen diesen Gefahren und viel mehr ausgesetzt sind und stärker ausgesetzt sind und natürlich 8000 Mal mehr betroffen sind als Männer, das ist klar. Ich finde nur so Aussagen problematisch, ja, jeder dritte Mann ist so und eine Frau sagt per se immer die Wahrheit, das ist... Aber das sagt ja keiner nicht. Ich habe nicht gesagt, dass eine Frau immer die Wahrheit sagt. Natürlich gibt es Frauen, die lügen und natürlich gibt es Männer, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Und bei Männern kommt halt einfach noch hinzu, dass durch die Sozialisierung von Männern die Hemmschwelle sehr viel größer ist, über Gewalt zu sprechen.
weil Männer grundsätzlich natürlich auch mit einem Bild aufwachsen, wie sie zu sein haben in unserer Gesellschaft, ja, in diesen patriarchalen Strukturen. Ne, ihr müsst die Großen sein, ihr müsst die Stärkeren sein, ihr seid die Versorger, ihr sollt nicht weinen, ihr sollt keinen Schmerz zeigen. Man spricht euch ja in der Gesellschaft eure Gefühle ab, ne? Was natürlich dazu führt, dass über dieses Thema zu sprechen mit einer gewissen Scham behaftet ist und einer großen Hemmung. Und wie gesagt, wenn wir über Gewalt und narzisstische Strukturen sprechen, dann müssen wir nicht darüber sprechen, dass die Auswirkungen bei beiden Geschlechtern genau dieselbe ist. Also genauso wie ein narzisstischer Mann eine Frau zerstört, genauso zerstört eine narzisstische Frau auch einen Mann. Das ist aber nicht das Thema und dieser Ansatz ist auch nicht hilfreich. Weißt du warum? Weil es den Fokus ablenkt auf eine Gleichheit, die per se einfach nicht herrscht. Aber ist... Weißt du, du würdest doch auch nicht, das ist also dieser Ansatz. Ich verstehe diesen Ansatz, ja. Woher er kommt. Ich habe ja weil oft diese Konfrontation. Aber weißt du, es ist genau dasselbe, wenn du würdest doch auch nicht unter einem Instagram-Post am Welt-AIDS-Tag schreiben, ja, aber es gibt auch Leukämie. Das Nein. ist ein falscher Ansatz. Nein, das würde ich nicht. Genau, das würdest du nicht. Ja. Und es ist in dem Kontext wenig hilfreich zu sagen, ja, aber es gibt auch Männer. Bloß weil man das eine erwähnt, heißt ja nicht, ne, dass es das andere nicht gibt. Und das ist immer so ein bisschen so eine Fehlleitung. Oder das ist immer so ein, ja, man redet nur über das. Nein, wir reden auch über das andere. Ja, nee, vielleicht ist das falsch aufgenommen worden, was ich gesagt habe. Vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Ich habe nicht gesagt, also mein Vergleich war nicht, als ich diese Sachen genannt habe, dass es zum Beispiel auch einem Mann passiert, war nicht, ja, bei denen ist das ja auch so. Weil ich sage ja selber, das Gleichgewicht herrscht ja überhaupt nicht. Sondern ich sage, ich finde die Aussage problematisch, dass man immer davon ausgehen kann, wenn eine Frau das meldet, dass es die Wahrheit ist und dass jeder dritte Mann so ist. Das glaube ich einfach nicht. Ja, wie viel Beweise willst du denn noch? Ja, aber Statistiken... Weil ich kann in meinem Umfeld... Okay, jetzt kann man natürlich sagen, du lebst nicht 24 Stunden mit den Pärchen in deinem Umfeld. Das stimmt. Ich weiß es nicht. Aber ich kann dir sagen, ich kenne keinen Mann, der seine Frau schlägt. Oder der gewalttätig zu seiner Frau ist. Das heißt ja auch häusliche Gewalt, weil es innerhalb der Welt stattfindet. Ja, weil das kriegst du ja mit. Ja, genau, wenn ja. man so eng ist. Ja, aber genau wie du diese Beweis... Guck mal, hier willst du dann auf einmal einen genauen Beweis. Ja, du bist ja nicht bei denen zu Hause. Da kann ich ja umgekehrt, könnte ich das ja genauso sagen. Und deswegen finde ich diese... Weil es ist ja wie Rassismus. Wie wenn man sagt, ja, guck mal in den Statistiken. Araber sind viel krimineller als der normale Deutsche. Was passiert dadurch? Dadurch passiert doch, dass der normale Thorsten Krupp generell ein Bild bekommt, ja, der Araber ist eh kriminell. Weil guck mal, die sind ja auch mehr in den Gefängnissen als der Nicht-Araber. Wann sind denn die Zahlen für dich valide? Also was muss denn passieren, damit du glaubst, okay, wir haben diese Fälle von Gewalt und sie geht vorwiegend von Männern aus. Männern das glaub, aus. Das ist eine Aussage, die unterstreiche ich sogar. Diese und Gewalt ist da. Worüber reden wir dann? Die Gewalt ist. Guck mal, ich versuche das mal zu erklären. Nisa ist so ein Typ, der mag es nicht, wenn etwas so behauptet wird, was man nicht beweisen oder kann. Oder pauschalisiert. Pauschalisiert. Wird. Das heißt, jeder dritte Mann. Es kann vielleicht nicht der jede dritte, vielleicht ist es jeder achte, jede zwölfte, dann ist mal 30 Leute nix. Ja. Dann kommt wieder einer, der das macht. Ich finde, jeder dritte Mann ist sehr viel. So, jeder dritte Mann. Das ist auch viel. So. Da wären wir ja komplett verloren als Gesellschaft. Dann kann ja die Gesellschaft und die Zivilisation kann ja gar nicht funktionieren. So, und dann. Also guck mal, man muss ja auch so überlegen, wie in unserer Bubble, das ist ja das Problem, was wir im Vorgespräch hatten, ja, im Telefon, wo ich gesagt habe, ich gehe immer von mir aus, weil ich kein Mensch bin und nur Leute um mich herum habe, die nicht so sind, denke ich, dass alle nicht so sind. Und ich glaube, das zu akzeptieren ist ein bisschen schwer, weil du dir nicht vorstellen kannst, wie kann es sein, dass du zu Hause deine Frau schlägst, die du eigentlich liebst oder so, ne? Das geht ja gar nicht in meinen Kopf rein, dass das überhaupt geht. Und genau das ist das Problem eben. Genau das ist das Problem. Wenn wir immer von uns auf andere schließen, also ich meine, grundsätzlich macht ein Mensch ja den Fehler, von sich auf andere zu schließen. Aber ich frage dich nochmal, Nisa. Ja. Was braucht es noch an Beweisen? Was braucht es noch? Also, weil du könntest ja jetzt hergehen und sagen, okay, ich bringe dir, wenn du willst, nicht nur die Statistik, sondern ich zeige dir die 1000 Fälle, die ich bearbeitet habe, plus ein paar hunderttausende Fälle, die andere Kollegen, Kolleginnen bearbeitet haben. Also was würde dir als Mann
an Beweisen reichen. Wann wärst du überzeugt davon, zu sagen, okay, Brudi, wir haben ein Problem und das sind Männer, die gewalttätig sind. Ja, also abgesehen davon, dass ich sowas nicht sagen würde, Brudi, das gibt es ja nicht in meinem Wortschatz. Wenn ich mich natürlich selber mit diesem Thema befasse, was ich nicht tue, und dann sehe, dass die Beweislage erdrückend ist, dann ich verschließe mich ja nicht davor. Ich habe ja auch nie gesagt, ich habe recht und es ist nicht so. Ich habe gesagt, ich glaube es nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich finde diese pauschalisierenden Aussagen schwierig. Ich finde es auch. Aber das ist ja bei dir bei allem so. Und ich finde es schwierig, wenn man sich mit einem Thema nicht befasst, dann zu sagen, ich glaube das nicht. Deswegen bist du ja heute hier. Deshalb, genau, das ist schwierig, weil so dieses Denken haben natürlich ganz viele Menschen. Und die Thematik an sich ist ja schon traurig. Und wenn man ein Mensch ist, der nicht zu diesem Art Mensch gehört, dann ist es umso unvorstellbarer, wie viel Betroffene es gibt und wie viel Gewalt einfach herrscht. Das ist ja auch dieses Nicht-Glauben-Wollen erfüllt ja auch eine Schutzfunktion. Okay, bedeutet? Ja, klar, natürlich. Also jedes Mal, wenn wir mit einer Geschichte konfrontiert werden, die mit Gewalt zu tun hat, macht es ja was mit uns als Menschen. Ne? Also im besten Fall haben wir natürlich Mitgefühl, leiden auch vielleicht ein Stück weit mit. Aber wer möchte denn gerne dieses Leid, das so um uns rum passiert, auch gerne sehen und ertragen? Also es ist eine Schutzfunktion von uns Menschen, dass wir da nicht hinsehen wollen, dass wir was nicht wahrhaben wollen, was nicht glauben wollen, weil unsere eigene heile Welt dann einfach besser erscheint und in der Bubble und in der Welt, in der wir uns bewegen, soll möglichst immer alles heile sein. Und das ist ganz natürlich, das ist ganz normal. Aber bei ihm ist so, er glaubt, also Statistiken ist so ein Problem bei ihm. Der glaubt ja nicht mal die Statistiken bei Familienduell, dass man 100 Leute gefragt hat. Ja, nee, beziehungsweise Statistiken glaube ich auch nicht. Jemand war hier mal ein Gast, der hat auch eine Statistik genannt, der wollte diese Nummer haben vom Statistischen Bundesamt, genau um das zu prüfen. Genau, ich bin ein Fact-Checker. Aber wenn ich diese Zahlen checke, und dann bin ich der Erste, der kommt und sagt, ey, die Christine hatte recht. Ja, das ist wirklich so. Das sagt er. Drei Folgen später vielleicht. Glaube ich dir. Ja. Aber er recherchiert, also wirklich, also mit Statistiken ein Problem. Aber wir schweifen ab. Die Anfangsfrage war ja vom Anfang, wo es ein bisschen verlaufen ist, gibt es Leute, die dieses Wort toxisch und narzisstisch ausnutzen auf Influencer. Oder beziehungsweise benutzen, ohne zu wissen, was es überhaupt ist. Weil was es überhaupt ist, was Narzissmus ist und toxisch, darauf gehen wir ja gleich ein. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das einfach so benutzen, weil viele Leute, wo du siehst, die das so benutzen, da merkst du ja an den Deutschkenntnissen, dass die nicht wissen können, was diese Worte bedeuten. Also, an den Deutschkenntnissen, also der Grammatik oder an dem Inhalt, den sie wiedergeben? Beides. Beides, okay. Was denkt ihr denn, was toxisch ist? Also soll ich ganz ehrlich sagen? Ja, ja, klar. Toxisch heißt ja eigentlich nur giftig, richtig? Richtig. Deswegen, ich... Was heißt nur eigentlich? Ja, deswegen, weißt du, was es bedeutet, giftig zu sein? Ja, also deswegen, ich sage, gebe ganz ehrlich zu, ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll, eine toxische Beziehung. Weil es heißt einfach giftig, was ist eine giftige Beziehung? Ab wann ist sie giftig? Ernst? Ab wann sie für dich giftig ist oder allgemein? Allgemein, weil es scheint ja ein Begriff zu sein, zum Beispiel du als Paartherapeutin. Mhm. Du therapierst ein Paar. Und dann, nachdem die gehen, sagst du ja bestimmt in deinem Kopf... Boah, die beiden sind behindert. Die beiden sind toxisch. Ne? Richtig? Oder... Eine Verhaltensweise ist toxisch. Ja, eine Verhaltensweise ist toxisch. Okay, was sind für dich toxische Verhaltensweisen? Was ist toxisch überhaupt? Und was ist Narzissmus? Damit wir lernen. Genau. Okay, also was soll ich jetzt zuerst beantworten? Toxisch, okay. Ja. Toxisch. Also toxisch definiert natürlich erstmal jeder subjektiv, was für einen toxisch ist, ne? Genau. Also, wenn ich jetzt mal unseren kulturellen Hintergrund nehme, dann ist zum Beispiel... die Art, wie wir streiten. Ja? Mhm. Bei uns wird es tendenziell laut, es wird mal die Tür zugeknallt. Temperamentvoll, ja. Für uns mag das nicht toxisch sein, weil wir das gewohnt sind. Für ein Paar aus Schweden, sage ich jetzt vielleicht mal, das nicht so diesen anderen südländischen Hintergrund hat, mag das schon toxisch sein. Also was toxisch ist, das darf in erster Linie jeder für sich selbst entscheiden. Darüber hinaus. Ja, bitte, Musa?
Und dann scheiden. Wenn es jeder für sich hinaus definieren kann, dann gibt es doch keine Definition. Weil dann kann das ja alles sein. Da kann ich sagen, ich finde toxisch, dass er nicht so ein Van Damme-Fan ist wie ich. Ja. Und ich kann sagen, er ist toxisch, weil er den Bademantel immer nass auf dem Bett legt. Ja, und das regt mich auf. Ja, dann hat das ja gar keine Definition. Dann bedeutet das Wort nichts. Aber das Toxische ist ja darauf bezogen, was dich belastet. Ne, was Frauen alles belastet. Psychisch dich belastet. Genau, aber da... Also, ja. um es nochmal aufzugreifen. Toxisch ist in erster Linie erstmal etwas, was nicht beziehungsförderlich ist, was destruktiv ist. Ja. Und das kann für jedes Paar sehr individuell sein. Okay. Aber darüber hinaus gibt es definitiv Grenzen, die dann von toxischem Verhalten in Gewalt übergehen. Also wo man ganz klar sagt, also toxisch ist zum Beispiel Schweigen, jemanden anschweigen als Bestrafung. Das ist toxisch? Das ist auf alle Fälle destruktiv für eine Beziehung. Dass jeder mal Ruhe braucht, ein paar Stunden, gut. Aber wenn dieses Schweigen über Tage oder über Wochen hinausgezögert wird, dann ist es nicht förderlich für Beziehungen. Und was, zwar für keine Art. Weißt du, was für mich toxisch ist? Hast du Glück gehabt. Weißt du, was für mich toxisch ist? Also guck mal, definitiv, es gibt Männer, ja, gibt Männer und überwiegend natürlich 100 Millionen Mal mehr als eine Frau. Ja. Ja. Eine Frau hat viel mehr Wert als ein Mann. Da sind wir uns einig. Ja, das sagen wir immer. Das obwohl wir toxisch maskulin sind. Ja. So, eine Frau hat viel mehr Wert als ein Mann. Mhm. Weil die machen viel mehr mit, ob körperlich, Zukunft, die haben viel Probleme in der Gesellschaft. Viel Haushalt. Viel Haushalt, das gehört sich nicht. Ne? Man muss schon eine Frau unterstützen. Ne? Und dass sie aus der Küche auch mal rauskommen. Genau. 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 Ich sage, für mich toxisch ist, wenn ein Mensch, ein Mann, eine Frau sehr schlecht behandelt, sie erniedrigt, ihr Selbstwertgefühl nimmt. Die gelben M&Ms weg isst. So, zum Beispiel ihr Probleme macht, sie einsperrt, ihr Freundeskreis wegnimmt, ihre Familie wegnimmt und sagt, also sie komplett zerstört in Zerstücke, das sage ich, guck mal, was für ein HS. Ja? Das schreiben wir. Hundesohn. Genau. Was für ein Hundesohn. Das macht man nicht. Das ist asozial. Da gibt es die größte Strafe. Das ist für mich eine toxische Beziehung. Wenn aber jetzt eine Frau sagt, weil ich keinen Bock habe, mit der zu reden, ja, weil die mich einfach nervt, weil die über ihre Fingernägel spricht oder irgendwelche mit ihren Freundinnen und ich einfach mal 6 Stunden sagt sie, also mein Mann ist toxisch. Ja, weil das nicht mehr, ist, dann sage ich, ey, halt deine Klappe. Geh zur Therapie, mach irgendwas, lies ein Buch oder guck eine Serie. Ja. So, also guck mal, das ist für mich toxisch und ich glaube, das ist das Problem. Wenn jeder das Gefühl hat, dass er toxisch ist, ich kriege auf Insta Nachrichten, du bist cool, du bist der Beste, du hast mir mein Leben verändert, wegen dir lache ich immer, dann du Bastard, warum antwortest du nicht? Ja. Ey, sorry, das war mein kleiner Bruder, ja, so weiter. Das ist toxisch. Das ist toxisch. Ja, so die. Also. Aber verstehst du, was ich meine? Was für mich das ist? Mhm. Und das andere so. Ist immer Definitionssache. Ja. Es ist nicht immer Definitionssache. Die Übergänge von toxischem Verhalten sind fließend. Also toxisch und destruktiv ist fließend. Und deshalb ist es für mich aus therapeutischer Sicht sehr einfach zu erkennen, was passiert, weil wir eine bestimmte Situation in einer Paarbeziehung haben. Ne? Warum? Gleich. Nisa. Wie in der Schule. Das ist so geil. Damit die Leute soll ich die Brille vielleicht doch lieber runter machen? Nein, ich mag das. Das ist so ein Lehrerin-Style. Okay. Wofür haben wir stehen geblieben? Jetzt hat mich dein Finger aus dem Rhythmus gebracht. Das kann man auch falsch verstehen. Halt ihn höher. Ich bin E.T. Das ist ein erwachsener Mann, der wendet sich einfach in seine Puppe. Ich bin respektvoll, obwohl ich toxisch maskulin bin. Also, die Übergänge sind fließend und man muss aufklären, wann ist es Gewalt. Es ist immer ein Unterschied, auch die Motivation dahinter. Wenn ich in einer Situation impulsiv und im Affekt handle, weil mich etwas getriggert hat, weil ich wütend bin und dann toxisch bin, dann kann das jedem passieren, das ist ja auch klar, ist ja auch menschlich, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Wenn es aber ein beständiges Verhaltensmuster ist, dann ist es in den meisten Fällen nicht nur toxisch, also die Auswirkungen dessen, dass es destruktiv und giftig ist, sondern dann
fängt es an, ein Muster zu sein und dementsprechend ist es auch Gewalt. Wenn, also ich zum Beispiel persönlich, ja. Der meldet sich einfach. Ich, sagen wir mal, ich streite mich mit einer Frau, was nicht passiert, da ich schwul bin. Ich streite mich. Ich weiß ja, Schein, das ist ja dein Partner. Genau. Ja. Ja, ich streite. Aber uns heißt es 1 gegen 1. Ja, genau. Wenn ich, und ich Gewalt in der Ehe. Genau, wenn ich mit einer Frau streite, ne? Mhm. Und ich sage, ey, guck mal, ich möchte mich nicht streiten. Du redest dir ja vorher schon im ja, Grund und Boden. Da kommt ja gar nicht ja, mehr zum genau, Streiten. Ja, genau, Moment. Und dann sage ich, ich rede jetzt einfach nicht mit der. Ich will 2-3 Stunden nicht mit der reden. Das finde ich so was Schönes. Ja, aber Leute, wir reden doch hier auch nicht über 2-3 Stunden. Ja, ich, also, ihr hört ich das mir überhaupt nicht zu. Toxisch. Ja, dann musst du das besser erklären. Ihr hört mir nicht zu. Ja, weil du eine Frau bist. Ihr hört mir nicht zu. Wir sind toxisch. Diese Kopfhörer haben so einen Filter. Ja, Frauenstimmen. Frauenstimmen, wir hören die nicht richtig. Das sind nur Frequenzen. Ja, ja, so Weezers. Nein, also guck mal. Ja. Was er meint, also ich finde das geil. Du. Das, guck mal, dass dieser das Gespräch heute super laufen wird. Du darfst dich pauschalisieren ja. und nur sagen, es gibt sowas. Dann sagt er ja. Wenn du pauschalisierst, hat er was dagegen. Ja, weil stell dir vor, guck mal, wir kommen jetzt direkt zu toxisch, aber mir ist noch was aufgefallen. Stell dir vor, du, ich habe 2 Töchter, mhm. was ich nicht habe. Weil als Schwuler kann ich nur Kinder adoptieren. Aber vielleicht bekommen wir die auch irgendwann, weil das steht ja bei Google. So, deswegen möchte ich sagen, stell dir vor, ich ziehe meine Töchter auf, jetzt ernsthaft. Und mhm. ich finde, und das meine ich wirklich ernst, dass man Frauen vorbereiten sollte und sie genau sensibilisieren sollte, was es für Männer gibt, dass die gewisse Verhaltensmuster direkt erkennen, dass die wissen, das ist kein guter Kerl. Aber wenn ich meine Töchter schon erziehe, mhm. jeder dritte Mann führt Gewalt gegen Frauen aus, dann werden die ja so ängstlich, dann werden die Lesben. 2 Sachen. Also, das, was du gerade mit den Töchtern gesagt hast, ja. It's not protect your daughter, it's fucking educate your son. Ja, das zum auch. Einen. Okay, zum das zweiten, heißt, der kann kein Englisch. Deswegen das heißt, kann kein Englisch. Es geht nicht darum, genau, das ist das Problem. Wir sollten in einer Gesellschaft Frauen und Mädchen nicht noch mehr Selbstverteidigungskurse anbieten, weil es böse Männer da draußen gibt. Die bringen sowieso nichts. Und nicht noch mehr schützen und noch mehr, keine Ahnung, was für Selbstverteidigungswaffen. Man sollte die trotzdem aufklären. Das musst du machen. Ja. Das kommt zwangsläufig. Ja. Also es gilt darum, Strukturen zu schaffen, die erst nicht Gewalt entstehen lassen. Das ist radikaler und das ist Ursachenbehebung. Ja. Und zu deiner zweiten Sache, die du gesagt hast, was war es nochmal? Ich hab's vergessen. Ja, siehst du, wie sehr du mich respektierst? Ja, du bist sehr toxisch. Ja, wenn du mir nicht mal folgst. Nein, weil meine Gedanken. Er hat gesagt, man muss die Töchter. Ja, wenn man die Töchter auch so erzieht, jeder dritte Mann übt Gewalt aus, dann. Genau, das war das Erste, wo ich gesagt habe. Ein. Genau, das war das Erste, wo ich dir geantwortet habe. Ne, da müssen wir strukturell was ändern, damit diese Gewalt erst gar nicht entsteht. Ja. Aber du hast danach noch was gesagt. Ich habe gesagt, genau, wenn ich meinen Töchtern beibringe, jeder dritte Mann übt Gewalt aus, dann pflanze genau. ich doch so eine jetzt Grundangst. Jetzt bin ich auch wieder bei dir. Ja. So, und jetzt sagst du, okay, jeder dritte Mann glaubst du nicht. Alles fein. Mhm. Dann sag mir mal, wie eine Frau den Guten erkennt. Nein, stell mir keine Gegenfrage. Wenn ich doch muss ich aber, weil ich ja wissen, ich möchte dich gerne verstehen, was du damit meinst, um dir eine adäquate Antwort zu geben. Ja. Ne? Sag mir, wie eine Frau einen Nice Guy, jetzt auch mal in Anführungszeichen, einen Guten so wie von einem schlechten Kerl unterscheiden soll. Die kommen ja nicht alle mit einem Stempel auf der Stirn und sagen, ich bin ein genau, HS. Mensch. Und ich bin erst total ich nett. Bin ein HS. Ich bin, das habt ihr doch vorhin auch gesagt. Das ist ja geil. Das ist ja natürlich, das kommt ja nur durch Erfahrung und durch welche Menschen, Erfahrung? Und durch Menschenkenntnis. Und Aufklärung. Durch so, welche Erfahrung, Lisa? Wenn aber der Mann, das? Wenn der Vater schon ein Arschloch ist. Darf ich ganz bitte? Ja. Du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt. Das kommt durch Erfahrung. Genau. Durch welche Erfahrung, von wem, mit wem? Ja, durch die Erfahrung, Moment, man muss nicht natürlich in sowas reingeraten, um sowas zu erkennen. Das glaube ich nicht. Das heißt, man muss nicht erstmal verbrennen, um zu wissen, ja, wie genau, Feuer man schmerzt. Muss sich nicht von einem Mann verprügeln lassen, um zu wissen, oh, es gibt Männer, die ihre Frauen schlagen, mit dem soll ich nicht zusammenkommen. Also diese Signale
sollte man versuchen, dass das nicht natürlich optimal immer läuft. Das ist klar. Und ich möchte gerne wissen, welches diese Signale sind. Du hast jetzt zwei Töchter und willst deine Töchter warnen. Dann sag ihr mal, bei den und den Verhaltensweisen musst du bei Männern aufpassen, weil das könnte dann ein schlechter sein. Wie würdest du, was würdest du deinen Töchtern sagen? Ja, das erste Linie, Signale ist erstmal so eine Ausländerfamilie. Bei so einer das Deutschen, geht auch gar nicht. Da weißt du, der Mann höchstens tut meine Tochter anzeigen. Also genau. So, der schlägt die jetzt nicht. Der macht so eine Klage fertig. Der macht politisch korrekte. Der macht eine Anwalt. Nee, guck mal, jetzt Spaß beiseite. Du siehst ja allein schon, das ist jetzt ein Klischee-Ding, aber lass mich ausreden. Von der Bildung, von der Erziehung, von den Eltern, wie sie sich benehmen. Wie der sich ausdrückt. Wie er sich ausdrückt. Da merkst du, kannst du ja schon mal einen Riesenfilter anschmeißen. Aber ich weiß, was jetzt sagen wird. Es gibt auch Ärzte, die aus Akademikerfamilien kommen, der dann auch nachts so seine Frau abgestochen hat. Ja, dann sage ich aber, nur weil wir die nicht erwähnen, heißt es nicht, dass es sie gibt. Ja. Deswegen. Schön, dass ihr euch Fragen stellt und die selbst beantwortet. Ey, weil wir krass sind. Danke für die Einladung, Jungs. Kann ich zwischendurch kurz auf Toilette, wenn ihr wieder fertig seid, könnt ihr mich auch. Klar, kein Problem. Also glaubst du, wenn du... Ihr habt meine Frage nicht beantwortet. Doch. Bist, wir sind immer noch bei den Töchtern. Nee, ich möchte gerne Signale. Vielleicht lerne ich ja als Therapeutin was dazu. Also sagt mir, wie ihr eure Töchter warnt. Du hast jetzt gerade gesagt, so Bildung, wie er sich ausdrückt. Okay, nehme ich jetzt mal, sage ich gleich was. Nimm mal mit, ja. Nehme ich mit. Was sind für Signale noch, die einen schlechten, potenziell vielleicht gefährlichen Mann ausmachen? Wenn er eine aggressive Verhaltensweise hat. Was ist aggressiv? Er ist sehr vulgär, wenn er, was weiß ich, er sagt einfach halt's Maul bei irgendeiner kleinen Sache. Dann würde ich ja schon sagen, guck mal, dieser Typ hat keinen Anstand. Der ist nichts für dich. Oder wenn sie sagt, ey, ich habe heute nur gesagt, mir gefallen deine Schuhe nicht, da hat er die Autoscheibe eingeschlagen. Ja. Okay, passiert das alles beim ersten oder beim fünften Date oder? Ja, aber man soll sich auch Zeit lassen. Was ist das direkt, ich bin zwei Wochen zusammen? Das ist ja auch so ein Punkt. Ich bin absolut bei dir. So, man muss sich auch Zeit lassen. Also wenn jemand vulgär ist, ne? Sagst du, wenn jemand sehr schnell aggressiv wird. Genau, und vulgär ist. Wenn jemand unhöflich ist. Okay. Und du hast gesagt... Wenn jemand ein Asozialer ist. Ja. Sollen wir das jetzt auch nochmal definieren? Nee, das habe ich verstanden. Ja, okay, ja, weil da gibt es ja eine Definition im Gegensatz zu toxisch. Und natürlich, man sieht ja, Männer sind ja Schauspieler, gute Schauspieler, ja. Aber nur auf kurzer Distanz. Siehe Dance Washington. Das heißt, die können 3 Monate vielleicht durchziehen, irgendwann fällt die Fassade. Ich glaube nicht mal, dass die es 3 Monate durchziehen. Ja, nicht mal 3 Monate. Aber heutzutage, die Leute wollen schnell... Manchmal sogar Jahre. Jahre? Glaube ich nicht. Ja, okay, das ist aber der Master Chief Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich sag dir noch was. Wir reden immer so durcheinander, ist das Problem, aber ist egal. Ich versuche mir alles... Ich versuche mir alle Äste zu merken. Irgendwann merkst du's. Genau, also ich bin überzeugt, aber vielleicht irre ich mich. Das muss ich ja immer anwenden, bevor du wieder so ein Fass aufmachst. Aber schau mal, siehst du, wie er während des Gesprächs auftaucht, jetzt ist seine Körperhaltung schon ganz anders. Jetzt ist er weil du mich aggressiv machst. Ich weiß schon, dass ich dich aggressiv mache, aber ist okay. Nein. Hast du gemerkt, dass wir geistig nicht ganz normal sind? Ganz da, guck. Du hast ja bestimmt vorher geguckt. Oh nee, ich frage dich als Paartherapeuten. Erstmal will ich gleich wissen, was dich überhaupt zu einer Paartherapeutin qualifiziert. Dazu kommen wir aber gleich. Ich bin überzeugt, dass eine Frau von ihrer Intuition, die Frauen haben, das hat eine Frau. Und weil eine Frau nicht dumm ist? Genau. Glaube ich, dass die immer eigentlich wissen, der ist nicht ganz koscher. Aber weil die verliebt sind, weil die sich auf ihre Emotionen verlassen, weil die nicht alleine sein wollen, lassen die sich darauf ein. Weil man so oft hört, dass zum Beispiel eine Frau sagt, man trifft Melanie und dann sagt sie, ey Melanie, wie geht's Hans? Und dann sagt sie, ich habe mich von Hans getrennt. Das sagst du jetzt nur Hans, weil ich aus Bayern komme. Genau, ja klar. So. Ja, klar. Kannst du auch Horst sagen. Ja, Hans, und dann sagt sie, ich habe mich von Hans getrennt. Dann sage ich, ey Melanie, wieso hast du dich von Hans getrennt? Du seid 9 Jahren zusammen. Dann sagt sie, ja, ey Nisa, weißt du, was der alles gemacht hat? Das. Der und dann denke ich mir immer, der war doch von Anfang an schon so. Es hat nur 9 Jahre gedauert, bis du es realisiert und akzeptiert hast, dass das so ist, und dann hast du den Schlussstrich gezogen. So, das heißt, ich glaube... Es hört sich erstmal sehr logisch an, was du sagst. Ja, ne? Klar, alles, was ich sage, klingt logisch. Ob es die Wahrheit ist, ist was anderes. Aber das schauen wir mal, das will ich gleich wissen. Ja, genau. Also ich glaube wirklich, ich weiß, dass du das eventuell nicht gerne hörst, dass eine Frau tief im Inneren spürt,
nach ein paar Wochen und ey, der Typ ist ein Arsch. Guck mal, wie der mich hier behandelt hat, das ist einfach nicht korrekt. Und wenn jemand etwa, guck mal, Fehler machen wir alle. Ich mache jeden Tag 44 Fehler. Ne? Aber kann ich bestätigen. Ja, aber es gibt so Charakterzüge im Kern. Wenn du die machst, sagen die was über dich aus, dann ist das kein Fehler, sondern dann bist du einfach verdorben, wie so ein verschimmelter Apfel. Und wenn diese Sachen auftauchen, dann weißt du eigentlich, du weißt, dass diese Person nicht gut ist. Aber du lässt dich trotzdem darauf ein. Deswegen glaube ich, dass Frauen, der Mensch handelt leider nicht rational. Wir handeln ja alle emotional. Wie du gesagt hast, manchmal ist man wütend, man macht Sachen im Affekt. Und ich glaube, weil eine Frau emotionaler an eine Sache rangeht als ein Mann, ja, sieht man ja, die verlieben sich ja nur, wenn du 3 Tage mit denen über Baywatch redest. Ja, so, jetzt extrem ausgedrückt, glaube ich, dass Frauen eher gewillt sind, über solche Sachen hinwegzuschauen. Könnte sein, dass da was dran ist. Total. Du hast recht, Frauen haben eine Intuition. Das haben Männer übrigens auch. Das haben nicht nur Frauen. Euch ist es nur abtrainiert worden. Ja, ich will, wir haben das genau, gar wer nicht. Hat das gemacht, diese Arschlöcher? Ja, ihr habt das gemacht. Ja, genau, wir. Sagt den Patriarchaten des Systems, dass sie es gemacht haben und der Gesellschaft. Ja. Du hast recht, Frauen haben eine Intuition, aber uns wurde abtrainiert, auf diese Intuition zu hören. Wie ist das geschehen? Ja, das ist eine interessante Frage. Durch die Erziehung. Wir Frauen, ne, ist ja so dieses Klischee, diese typische Rollen und Attribute, die man männlich und weiblich zuordnet. Ne? Frauen sind die Caregiver, wir sind emotionaler, wir sind verständnisvoller, wir sind gefühlvoller, wir sind achtsamer, haben mehr Zugang zu unseren Gefühlen. Ne? Das unterstellt man uns ja einfach so. Ist das nicht so? Nein, ist natürlich nicht so. Nein? Nein, natürlich nicht. Wir können doch genauso eiskalt und aggro sein wie Männer auch. Nein. Okay. Also, das ist genauso. Nur, die Rollen, die wir übergestülpt bekommen haben, das, was du gerade erwähnt hast, sind wir dazu erzogen worden, Dinge zu übersehen, Dinge verstehen zu wollen, warum der andere so ist. Das wurde euch, sage ich mal in Anführungszeichen, jetzt wieder etwas pauschalisiert und ein bisschen überspitzt gesagt, das wird euch abgesprochen. Ne? Ja. Genau wie uns übergestülpt worden ist, ihr seid das und jenes, genauso wurde euch Männern gesagt, ihr seid so und so oder ihr müsst so und so sein. Und daher, ihr habt Schwestern? Ja, ich. Schwestern. Der hat 8 oder 9. Okay, also, jeder oder in vielen Fällen kennt man die Situation, kleiner Bruder, auch älterer Bruder ärgert die Schwester. Was ist so das typische Bild? Die streiten, man kommt zu der Schwester, egal jetzt ob jünger oder älter, ach, ist doch ein Junge. Ist doch ein Junge, ist doch egal, jetzt komm, ignorier, dann geh weg. Den Mädchen wird nicht beigebracht. Weißt du, was ich meine? Also bei uns war das nicht so. Nee, aber also ich weiß, was sie meint. Nein, ich weiß, guck mal, das, was sie meint, stimmt. Genau, ne? So. Nee, ich weiß nicht, was sie meint, weil ich kenne das nicht. Was? Sie meint, dass zum Beispiel schon in der Kindererziehung, ja, ich nenne andere Beispiele, dass, damit das versteht, weil der ist ein halber Iraner, Intellekt. So, dass zum Beispiel in der Kindererziehung der Junge fällt hin, stoßt sich das Knie auf, knatscht, dann kommt der Vater, ich würde es auch so machen, und würde sagen, wein nicht, du bist ein Junge. So. Und wenn ein Mädchen zum Beispiel weint, Prinzessin umarmen, ja, umarmt man sie, genau. Zum Beispiel. Was aber, warte, das ist jetzt natürlich ein positives Beispiel, aber es gibt natürlich auch negative Beispiele, und das ist, was sie gemeint hat. Sie hat zum Beispiel gemeint, wenn Kinder sich streiten, zum Beispiel ein Junge und ein Mädchen, ist es in der Regel so, und das stimmt, dass der Vater dem Jungen das eher durchgehen lässt, weil er sagt, ey, guck mal, der ist ein Junge, der ist eh aufmüpfig, das ist einfach seine Art. Und bei dem Mädchen versucht man das einzudämmen, weil sie sagt, sie ist eine Frau, sie hat nicht streiterisch zu sein, genau. Auch wenn es das Wort, glaube ich, nicht gibt. Meint das aber die Eltern extra? Weil bei meinen Eltern gab es das nicht damals, zwischen mir und meiner Schwester. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, ja. Aber Ausnahmen das ist so das Regel. Grundsätzliche, wie einfach Jungs und Mädchen anders erzogen werden. Und da ist die Wurzel. Also was wir mitbekommen, wie wir erzogen werden, welche Rollen uns zugesprochen werden. Daher kommt das, und du hast es schon richtig erkannt. Alle Menschen haben eine Intuition, aber es wird einem tatsächlich systematisch ein bisschen abtrainiert. Okay. Und wenn ich euch jetzt sage, weil du vorhin auch angesprochen hast, ne, dieses, na, die sind gebildet und die drücken sich aus, das merkst du schon. Du hast gesagt, na, jemand, der eher vulgär ist. Es gibt keine soziale Schicht, wo es mehr oder weniger vorkommt. Echt, ja, nicht?
Also bei so Asozialen ist es nicht mehr als bei Ärzten? Nein, nein, ist es nicht, tatsächlich. Also es betrifft jede, ja, es ist erstaunlich, aber es ist tatsächlich so. Das ist jetzt interessant. Und wisst ihr, was eines der Hauptmerkmale? Nee, Rezenten. Süß, wenn der sich meldet. Ich nehme die Brille echt ab. Ich komme mir schlecht vor. Also, eines der Hauptmerkmale von Narzissmus und Psychopathie ist Scham, ist Hilfsbereitschaft, ist Höflichkeit. Ja, könnt ihr euch zurückerinnern, jemals, wenn ihr irgendwann mal gehört habt, da ist jemand amok gelaufen und die Nachbarn wurden zum Beispiel befragt. Ja, immer, der war so nett. Der war so nett, der war so charmant, der war so ruhig. Könnte man auch über mich sagen. Könnte man, sagt man aber wahrscheinlich weniger. Aber es, naja, aber es war jetzt geil. Gute. Der war ja schon in der Klapse. Das heißt, das wurde ja schon alles diagnostiziert. Ja. Warum sagt ihr mir das erst jetzt? Ja. Geil. Okay. Ja, sorry, wir wollten dich nicht unterbrechen. Nein, alles gut. Okay. Ich war auch schon fertig, ne? Okay. Um euch zu sagen, dass genau diese Attribute und genau diese Verhaltensmerkmale sehr schwer zu deuten sind. Ich habe drei verschiedene Fragen. Ja, die alle drei in alle verschiedene. Also erste Frage ist, das wundert mich, weil ich hätte, aber weil ich auch ein Pauschaldenken habe, ne? Davon kann ich auch nicht mehr machen. Das Volk. Ja, ja klar. Ist ja, ich passe immer nur, wie es meine Agenda passt. Ja. So, ich hätte nicht gedacht, das ist bei gebildeten, elitären Familien genauso oft vorkommt wie so Hayopais aus der Gartenstraße. Ist aber noch das, schlimmer vielleicht. Aber das zeigt ja, dass man nicht pauschalisieren soll. Wie zum Beispiel, jeder dritte Mann übt Gewalt aus. Ich bin noch nicht fertig. So. Ich hau den danach so viele Studien um die Ohren und ich schwöre dir, er muss mir beweisen, dass er sie alle gelesen hat. Gewalt aus? Nee, das macht aber wirklich. So. Der liest das. Der ist doch Autist. Der kann doch gut lesen. So, dann. Du sagst ja, eine Merkmale eines Psychopathen oder eines Narzissten sind Höflichkeit, Charme, eine Hilfsbereitschaft. Das sind ja aber generell drei Attribute, die gut sind, eigentlich, richtig? Richtig. Also, ne? Mhm. Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Und die andere Sache. Die andere Sache ist, weil du hast gesagt, wir werden in der. Also, das Problem liegt schon in der Erziehung, weil wir in so in ein Korsett. Gesteckt genau. werden. So. Aber wenn ist diese wenn man dieses Korsett nicht benutzt, was ist denn feminin, was ist maskulin? Wenn man das ja nicht so definieren soll, weil es ja individuell ist, was ist dann feminin, was ist maskulin? Ich halte davon nichts. Ich halte nichts von femininen Energien und maskulinen Energien. Nicht Energien, einfach feminin und maskulin. Biologisch. Ja. Der einzige Unterschied zwischen uns Menschen ist tatsächlich unser Geschlecht. Die psychischen Grundbedürfnisse von aber Menschen. Von welchem Geschlecht? Wir haben ja jetzt 18. Von allen 18. Ja. Von allen 18. Also du glaubst nicht, dass es, nein, es emotionale gibt keine, Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Nein. Oh Gott, gibt dann, es nicht. Das gibt es nicht. Jeder Mensch hat dieselben Grundbedürfnisse, um als Mensch sich wohlzufühlen. Das sind Wertschätzung, Anerkennung, Sicherheit. Das Lustbefriedigung und damit meine ich jetzt nicht nur das Sexuelle, sondern körperliche Nähe, das Bedürfnis nach Spaß, nach Spannung. Das sind alles Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Es ist ja mittlerweile auch tatsächlich widerlegt, ne, dass irgendwie die Gehirne anders funktionieren. Das sind alles Strukturen tatsächlich, in die wir sehr viele Jahrtausende schon reingepresst sind, die jetzt meines Erachtens nach auch zu dem größten Problem führen, das wir haben. Männern wird abgesprochen, dass sie emotional sind. Die Suizidrate bei Männern ist 7-mal höher als bei Frauen. Und das ist für mich ein weiterer Beweis dafür, dass diese Strukturen, in denen wir aufwachsen, nicht nur für Frauen sehr schädlich sind, sondern auch für Männer. Hm. Das melde ich mich auch. Ja, klar. Warum meldet ihr euch? Ja, keine Ahnung. Sie sind respektvoll, obwohl wir toxisch maskulin sind. So. Bis am Ende des Podcasts glaube ich dir das auch noch nicht, wenn du es jetzt noch 10-mal sagst. Ja. Erstens will ich noch wissen, was wirklich ein Narzisst ist. Mhm. Und zweitens, wie wird man zu einem Narzissten? Mhm. Weil wir haben ja das Problem so, wie fällt man nicht darauf rein?
Das haben wir darüber gesprochen. Aber wie wird man als Mann oder als Frau selber narzisstisch oder toxisch? Von wo kommt das? Diese zwei Fragen. Und wie kommst du auf die sehr gewagte These, dass Männer und Frauen nur einen biologischen Unterschied haben? Ich finde das sehr, das ist so, als ob ich sage, ich und Fledermäuse, der Unterschied sind unsere Flügel. Aber wir sind vom Charakter, wir könnten das Gleiche sein. Können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Das okay, gut. Das hast du drei Fragen. Also, deine Frage war, wie entsteht Narzissmus? Narzissmus ist so ein Konzept, das über die Jahre hinweg von vielen, als es in die Psychologie eingeführt worden ist, sehr umstritten ist. Auch wissenschaftlich fehlen sehr viele Dinge, also viel Evidenz, viel Informationen. Mhm. Liegt daran, dass eines der prägnantesten Merkmale für Narzissmus die fehlende Selbstreflexion ist. Sie reflektieren sich nicht selber, das heißt immer alle anderen sind schuld. Wenn es ihnen schlecht geht, der Nabel der Welt sind sie und mit ihnen ist alles in Ordnung. Deshalb begeben die sich auch nicht in Therapie. Und deshalb hat man so wenig Fallbeispiele und so wenig Evidenz. Also das mal zum einen. Also ein Kernmerkmal von Narzissmus ist die mangelnde Selbstreflexion. Was ist, wenn man selbst reflektiert ist und zur Therapie gegangen ist? Narzissmus ist kaum bis gar nicht heilbar. Also wir müssen ein bisschen unterscheiden. Narzissmus ist erstmal ein Begriff, ein deskriptiver Begriff, der verschiedene Verhaltensmerkmale beinhaltet. Ja. Und darüber hinaus gibt es die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die diagnostiziert ist. Okay? Also wenn ich über Narzissmus spreche, dann spreche ich über verschiedene Verhaltensmerkmale. Die sind ein mangelndes, also lack of empathy, also keine emotionale Empathie. Soziale und kognitive Empathie, ja, aber keine emotionale Empathie. Nee, dann bin ich kein Narzisst. Ich will gerade auf mich, ob ich einer bin. Ja, warte. Also, dann natürlich eine Anspruchshaltung, ne, dass sich alles um ihn drehen muss. Eine ständige Bewunderung, die Anspruchshaltung auch, dass sie bewundert werden. Also ist jeder Künstler ein Narzisst? In Künstlerkreisen gibt es das sehr oft. Ja, genauso also wie in Schauspiel, Politik und so. Bewunderung ist gut. Okay. Genau. Ein weiteres ist, dass sie sehr manipulativ und sehr ausbeuterisch sind. Nee, das also nicht. Mhm. Manipulieren, ja, dass man seine Vorteile hat, aber nicht ausbeuten. Genau. Wir sind keine Somalier. Gar nicht unterstreichen. Dann natürlich auch Größenfantasien von Macht, Reichtum, Schönheit, Liebe. Sie idealisieren ihr falsches Selbst. Nein, das nicht. Selbstidealisierung und gib sie werfen natürlich 15 Euro, sie lebt 3 Monate. Das möchte ich sehen. Neid ist auch ein Merkmal. Neid auf die Partnerin? Neid auf alles, auf jeden. Ihr müsst euch vorstellen, Narzissten, und um deine nächste Frage zu beantworten, wo entsteht Narzissmus? Also es ist ein sehr umstrittenes Konzept in der Psychologie. Narzissmus entsteht zum einen in der Kindheit. Man sagt durch die Erziehung, also entweder ist man das goldene Kind, the golden child, oder der Sündenbock, goldene das schwarze Kind, Schaf. Wie beim Eddie Murphy Film, diese kleine Asiate. Genau, also man geht davon aus. Aber man denkt auch, dass es ein Stück weit genetisch bedingt ist. Also da streiten sich die Geister immer noch. Das heißt, in der Erziehung ist genetisch, entweder, also ein genetischer Fehler? Ja, erbbedingt. Also ist man behindert? Verarbeitet. Dysfunktional, würde ich sagen. Ja, anderes Wort für behindert. Genau. Immer, dass man das Leben immer so schwer machen muss. Ja, okay. Okay. Und man geht davon aus, dass Kinder in der Phase, es gibt ja eine Entwicklungsphase in der Kindheit, wo bis zu einem gewissen Alter denken Kinder, sie sind ja eins mit Mama und Papa. Sie sind ein und dieselbe Person. Also Kinder lernen sich kennen durch Spiegelneuronen, weil ihre Emotionen von der Bezugsperson gespiegelt wird. Deine Tochter, deine Imaginäre fällt hin. Ne? Mhm. Du gehst hin und sagst, oh, bist du traurig, weil du dir wehgetan hast. Das Kind mit 2 Jahren, das sein Gefühl noch nicht benennen kann, sagt, ah ja, genau, ich bin traurig. Also lernt es, den emotionalen Zustand, den es hat, einen Namen zu geben. Ja. Das sind Spiegelneuronen. Und so werden wir emotional reif und so entwickeln wir eine Eigenständigkeit. Ja. Aber wenn die Bindungspräsenz, was meistens natürlich die Mutter ist, aber auch in vielen Fällen natürlich auch der Papa, gesellschaftliche Einflüsse. Wenn die emotionale Bindungsstabilität fehlt, also wenn Kinder das nicht emotional nicht aufgefangen werden, nicht bedürfnisorientiert erzogen werden, sondern mit sehr viel Strafe, Überleistungsprinzip, sehr rigide, sehr streng, also ne, wie sie müssen Japan funktionieren, und Chinesen. Genau, dann entsteht wird man einfach, eine erfolgreiche Nation. Dann wird man, ja, und eine narzisstische Gesellschaft. Und dann, wenn man sich über diese Sachen definiert, als Kind lernt, dann fehlt diesen Kindern meistens das
entwickeln ihres Selbst, also ihrer eigenen Identität, weil die Bedürfnisse nie geachtet wurden und die nie entstehen durfte. Und so lernen Kinder, die narzisstische Eltern haben oder diesen Einflüssen ausgesetzt sind, soziales Verhalten zu adaptieren von anderen und zu lernen. Und als Schutzmechanismus, weil jedes Kind braucht ja die Liebe, die Aufmerksamkeit von Eltern. Also achten Sie sehr darauf, wie ist meine Mama drauf, wie ist mein Papa drauf. Dementsprechend passe ich mein Verhalten an, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Also irgendwann bleiben Sie in Ihrer Entwicklung stehen. Sie entwickeln kein eigenes Selbst mehr, weil Sie es nicht dürfen. Und Sie fangen an, Verhaltensweisen und eine Identität zu entwickeln, die auf nichts basiert. Das, was die meisten Menschen nicht glauben können, ist, dass diese Menschen nicht existieren. Wenn wir sagen, sie haben kein Selbst, dann haben sie wirklich kein Selbst, weil sie es nie entwickelt haben. Diese Menschen gibt es nicht. Sie sind irgendwann bei 2, 3 stehen geblieben in ihrer emotionalen Entwicklung und jeder, der mit einem narzisstischen Menschen schon mal zusammen war, kann es bestätigen, dass sie emotional unreif sind, weil sie in diesem Stadium stehen geblieben sind. Da wohnt niemand dahinter, Leute. Da ist niemand. Also sie haben nicht das Gefühlsleben, das ein empathischer Mensch hat. Das haben sie einfach nicht. Und das ist Narzissmus. Was ist aber, wenn man nur 1, 2, 3 Attribute davon hat, aber die restlichen 3 nicht? Es gibt ja nicht nur 3. Bist es gibt 9. Nur eine 20-Stunden-Woche. Auf 400-Euro-Basis. Genau, 450. Weil das, was du jetzt gesagt hast, also erstmal vielen Dank für die Erklärung, ne? Also es ist so, dass man das auch versteht. Heirate sie doch. ist ja so, dass jeder Mann jetzt irgendwie das Gefühl hat, ey, kann sein, dass ich ein Narzisst bin. Weil es geht ja, wie du sagst, Künstler haben das, Erfolg, die wollen bewundert werden und so. Dann zum Beispiel, ich bin ein sehr empathievoller Typ. Ich habe sehr krasse Empathie für andere Menschen. Ich habe eine krasse Selbstreflexion, ne? Selber, ich war selber in Therapie. Das heißt, ich erkenne meine Probleme an, gebe es selber zu. Trotzdem, wenn jemand einen Fehler macht, sage ich das. So, das heißt, was ist denn da jetzt? Ja, ist irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja. Ah, Moment, aber was ich wissen wollte ist, das heißt, ein Kind, das von narzisstischen Eltern großgezogen wird, ja, bleibt irgendwann emotional stehen und entwickelt sich zu einem Narzisst. Das ist so, aber es ist umstritten, aber das ist so, das ist so die These. Die Common These, ja. Ja, okay. Kann man sich dieses Verhalten abtrainieren? Weil du sagst, wenn es manifestiert ist, nicht, nein. Es geht einfach nicht. Okay, was machen wir dann mit diesen Menschen? Am besten ist, man lernt die Strukturen dahinter, dass man nicht darauf reinfällt. Wie äußert sich das? Also was sind so die Red Flags? Und somit kann man sich schützen. Also sagt man auf Deutsch, einer, der Narzisst ist, der ist einfach verloren, wir können denen auch nicht helfen. In den wenigsten Fällen. Weil damit eine Therapie erfolgreich ist, braucht es 2 Dinge. Selbstreflexion, aber wo kein Selbst ist, kann man ja auch nichts reflektieren. Und es braucht natürlich emotionale Empathie. Das heißt, ich muss mir bewusst werden, dass meine Verhaltensweisen sehr schädigend auf andere sich auswirken. Ja. Aber da sie emotionale Empathie nicht haben, fehlt dieses Mitgefühl. Nicht nur für die anderen, aber natürlich auch für sich selbst. Ne? Also sterben. Also wir müssen schon, natürlich sind narzisstische Menschen auch traumatisierte Menschen. Das ist ja auch die Art und Weise, wie sie erzogen worden sind. Ist emotionaler Missbrauch an Kindern, vielleicht auch noch andere Formen der Gewalt. Also, dass narzisstische Menschen, dass das aus ihnen geworden ist, natürlich tragen sie da keine Schuld für, ja, und keine Verantwortung, das nur mal ganz klar zu sagen. Das, was sie danach allerdings machen, dafür tragen sie Verantwortung. In den wenigsten Fällen tragen sie keine Täter. Genau, ja. Also, sie tragen die Verantwortung, aber sie wollen diese Verantwortung ja nicht nehmen. Deshalb richten sie ja auch so viel Schaden an und kommen davon. Okay, das heißt, wenn wir die Menschen dahin erziehen, dass wir ihnen diese Verhaltensmuster beibringen, damit die das erkennen und nicht auf einen Narzissten reinfallen, aber wie dem Narzissten nicht helfen können, muss der Narzisst alleine sterben. Wir sterben alle alleine. Ja. Jo, das war so ein richtiger Instagram. Ja. Den hast du irgendwo gelesen. Nein, aber du weißt ja, was ich meine. Der ist ja, klar. Der verdammt. Du meinst, er wird sehr einsam sterben, ja. Das meinst du. Ja. Ja, das wird er. Aber das ist dem Narzissten ja per se jetzt erstmal grundsätzlich egal, weil wenn er einsam ist, sind ja alle anderen. Kann sich ein Narzisst entschuldigen?
Nein, nie. Und wenn er sich entschuldigt, dann nur, weil er irgendeinen Vorteil hat, weil er irgendwas zu gewinnen hat. Narzissten sind ausbeuterische Menschen. Also die Ziele, die Narzissten und Psychopathen haben. Der ist jetzt ein bisschen älter als ich, das weiß ich nicht mehr so genau. Keine Ahnung. Ich war von Robin Hood, wäre ein Narzisst. Die neuen Filme, die hätten auch gar keinen Sinn mehr, ne? Die werden alles, wenn toxische Männer, narzisstische Männer. Ja. Schwer zu verkraften, ne, dass es solche Menschen gibt, aber die gibt es tatsächlich. Guck mal, also guck mal, wo jetzt Carsten Stahl hier war, ne? Und über den Kindesmissbrauch und dass Deutschland einer der dass Deutschland eins der Länder ist, der am schlechtesten für Kinder sorgt. Ja? Mhm. Und Kinder schützt. Und Kinder schützt. Ja. Das ist natürlich ein Riesenschock, weil du das nicht kennst. Und wir haben ja öfters darüber geredet, auch so was unsere Meinung ist zu Beziehungen, zum Konstrukt Ehe, Konstrukt Kinder, wie sollte man Kinder erziehen, so was wir so wissen oder was wir für richtig halten. Deswegen ist ja sehr, sehr wichtig, dass wir mit unseren Hunderten von Tausenden Zuhörer, die wir jeden Monat haben und unsere Klicks, dass wir wirklich mal auch was Gutes tun und sagen, okay, erklärt mal, dass der natürlich nicht alles glaubt, jeder kennt ihn. So der auch nicht alles annimmt. Der auch nicht alles annimmt, der ist so. Halt, man, ne? Ja, aber man sollte ja auch nicht, ein Mensch ist ein Individuum. Genau. Man muss sich ja nicht zustimmen. Genau. Man kann sich ja auch einig sein, dass man sich uneinig ist. Genau. Wenn alles cool abläuft. So, jetzt, deswegen ist es eine coole Sache. Wir sind offen, sympathisch, alles ist geil. Ja, wir sind sympathisch, sagt er über sich selber, Narzisst. Ach du Scheiße, war ich jetzt Narzisst? Siehst du, ja, es geht schnell, diesen Stempel zu bekommen. Okay. Dann lass uns doch die Sachen, die Narzissten. Ja, die Narzissten, das wäre auch geil. Ich habe aber eine Frage. Ja. Wir gehen mal von diesen, du räumst die Spülmaschine nicht ein und dann sagt die oder er, der ist voll der Narzisst. So, davon gehen wir mal weg, weil es gibt so Frauen, ja, die übertreiben ihre Lage. Ja. Und Männer genauso. Ja. Aber wir gehen mal wirklich zu den schlimmen Fällen, wo es wirklich Not am Mann ist, ja, Not an der Frau, bevor sich Leute aufregen und gendern. so. Ist ja ein deutsches Sprichwort. Ja, ist wichtig, dass du sagst. Ja, Not an der Frau, Not am Mann. Was passiert in solchen Konstrukten oder in so Ehen? Ist es nur Schlagen, also weißt du, nur, ist es Schlagen, nein, das war falsch gesagt. Ist es Schlagen und ja, was stellen die das Schneiden wir raus, bitte? Oder ist es wirklich, dass man sich gar nicht das vorstellen kann. Also ich würde gerne kann mal man sich nicht, das kann man sich nicht vorstellen. Gibt so kranke Sachen? Gibt so eine Geschichte? So ein Mann, der einfach auf den Teppich kackt oder so. Und sagt, ist das oder so? Ja, ist das narzisstisch oder ist das nur das pervers? Das ist sadistisch. Sadistisch? Ja. Und Narzissmus ja, müssen wir reden, hör auf damit. Ja. Ich will eine Geschichte hören, dass ich mir das vorstellen kann. Also die Geschichte, die ich dir erzähle, das ist die Geschichte... Nee, du wolltest gerade was sagen wegen Sadismus und Narzissmus. Du wolltest einen Vergleich aufstellen. Den würde ich gerne noch hören. Narzissmus ist die Grundlage für jegliche Form von Gewalt. Jede Gewalt ist narzisstisch. Also ist ein Boxer Narzissmus, Narzisst? Narzissmus... Ein Hooligan? Kann vielleicht narzisstisch sein. Jede Form der Gewalt ist narzisstisch. Narzissmus ist die Grundlage. Ich spreche jetzt hier nicht von äußerlichen Einflüssen wie gesellschaftliche, soziale, strukturelle, kulturelle, finanzielle. Ne? Davon spreche ich nicht, sondern tendenziell. Welche Eigenschaften muss ein Mensch haben, um tendenziell gewaltbereiter zu sein? Und das narzisstisch. Natürlich. Wenn ich keine Selbstreflexion habe, ne, und alle anderen immer schuld sind, dann übe ich grundsätzlich oder mich in dieser Anspruchshaltung, ne, ich bin besser als alle anderen und andere erniedrige, dann neige ich mehr zur Gewalt oder zur Abwertung. Und wenn ich dann natürlich auch keine emotionale Empathie habe, also kein Mitgefühl mit dem anderen, das sind also zwei so primäre Grundlagen, die ein Mensch in sich trägt, um mehr Gewalt auszuüben. Aber das zum einen. Narzisstische Beziehungen fangen, also narzisstisch-toxische Beziehungen fangen immer nach demselben Schema ab. Es gibt vier Phasen. Das Lovebombing und die Stabilisierung, sage ich dir gleich, sage dir erst die vier Phasen. Dann ich kenne nur das 11. September-Bombing, aber weiter. Die Abwertung und die Kritik, dann kommt die Entsorgung und dann kommt das Hoovering. In der Lovebombing-Phase, also in diesen Beziehungen, wird vom Täter oder der Täterin eine Sucht erschaffen vom Opfer zum Täter oder zur Täterin. Das passiert auch in unserem Gehirn mit unserem Belohnungssystem und in der Lovebombing-Phase. Also in der Lovebombing-Phase, die zeichnet sich aus durch
wahnsinnig viel Präsenz. Durch viel, wie der Name schon sagt, Lovebombing. Also sehr schnell sehr viel Liebesbekundungen. Wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Ein Herstellen einer sehr schnellen emotionalen und intimen Nähe und Vertrauen. Och, Leute. Ja, warte. Ich muss dir Fragen stellen. Ja, klar. Lass mich zuerst, ich bin älter. Toxisch maskulin. Was ich sagen wollte ist, kann dieses Lovebombing, weil du sagst ja, das ist, wenn jemand, der Partner, egal von wem es kommt, weil Männer und Frauen sind ja angeblich gleich, ich jetzt zum Beispiel, ich bin mit Cheyenne zusammengekommen und bevor ich verheiratet war. Genau. Und weil er so gut kochen kann. Genau. Ich habe ihn jeden Tag bekocht und habe ihm Briefe geschrieben und Aufmerksamkeit und ihn da überrascht. Mhm. Ist das per se was Schlechtes oder kann es auch aufrichtig sein oder ist das generell etwas, was narzisstisch ist? Ich würde sagen, in dem Ausmaß ist es generell eher tendenziell narzisstisch. Aber was, wenn ich ihn übertrieben liebe? Das gibt es heutzutage nicht mehr. Nein. Übertrieben Liebe, verstehe ich die Frage nicht. Was meinst du mit übertrieben Liebe? Dass ich ihn so bedingungslos liebe. Also meinst du diese Verliebtheitsphase, wenn die so intensiv ist? Ja, wie in so einem Disney-Film, dass ich ihn immer sehen will. Und ich freue mich, ihm eine Freude zu machen. Deswegen massiere ich seine Füße jeden Abend. Ja, wenn du das dann 10 Jahre noch danach machst, dann ist es ja gut. Ah, also sobald das dann einknickt, war das was Schlechtes. Natürlich, dann war es Mittel zum Zweck. Ja, okay, also, das sind jetzt ja 20 Millionen Ehen. Wenn du jemanden... Ja, warte, ja. Sehr gut, was 20 ja. Millionen. Ja, ich sag dir gleich, aber sag weiter, bitte. Also, wenn du jemanden übertrieben liebst, ist ja grundsätzlich erstmal, würde ich sagen, grundsätzlich nicht so ein gutes Zeichen. Oh, jetzt! Guck mal, ich fass dich sogar an. Oh, was passiert? Oh. Was hier passiert? Ja. Lisa und ich werden noch Freunde. Ja, toxisch-maskuline Freunde. Ja, toxisch-maskuline Freunde. Nein, da bin ich mit dir. Jemanden, der unser Nervensystem so außer stimuliert. Rand und Band bringt, genau, ist erstmal vielleicht mit so ein bisschen, auch wenn es unromantisch ist, aber ist erstmal grundsätzlich, ne, bisschen Verstand mit einschalten, ist nicht verkehrt. Also, diese Lovebombing-Phase zeichnet sich eben dadurch aus, dass der andere so wahnsinnig präsent ist. Man wird mit Liebe, Überraschungen überschüttet. Der andere ist einfach ständig um einen da. Also man wird bombardiert mit Wertschätzung, Aufmerksamkeit und vielen anderen Dingen. Das macht was, jetzt lass mich doch einmal ausreden. Ja, das macht was mit unserem Gehirn. Boah, wie narzisstisch du bist. Total. Es aktiviert unser Belohnungssystem. Es wird Dopamin ausgeschüttet. Und das bei jedem Menschen. Jeder Mensch, der Aufmerksamkeit, Wertschätzung bekommt, wird Dopamin ausgeschüttet. Ne? Ja. Man fühlt sich wohl. Dopamin hat aber einen Suchteffekt, wenn unser Körper es ständig produziert. Und wir merken diesen Suchteffekt sofort, weil wenn uns jemand was Gutes tut, ist der Wunsch sofort da, dass man es wiederholt. Also diese Beziehungen haben ganz viel mit Brainwash zu tun und dass Dinge in Gang gesetzt, biochemische Prozesse im Gehirn in Gang gesetzt werden, die zu dem Zeitpunkt, was du vorhin angesprochen hast, das merkt sie nicht erst seit 9 Jahren, dass da was faul ist. Aber wenn diese Beziehungen so weit voranschreiten, dann ist dein Gehirn in einem Stadium, wo es schon abhängig und süchtig ist, durch das Lovebombing, ja, und diese ganze Hormonausschüttung. Und wenn der Täter oder die Täterin das lange genug ausübt und dann das Verhalten switcht und wir kommen in die zweite Phase, dann hast du nicht nur die Ausschüttung von Dopamin, Serotonin, Oxytocin und alles, was dieser Drogencocktail an Hormonen mit sich bringt und auch die Wirkung, sondern dann hast du durch eine Situation, die vielleicht seltsam ist, schüttet dein Körper Cortisol aus. Ein Hormon, das wir bei Stress ausschütten, damit wir mit Stress umgehen können. Und diese Beziehungen, das habt ihr oft gehört, heißen ja oft on-off. Ne? Jetzt sind sie wieder zusammen, sind sie wieder getrennt, wieder zusammen, wieder getrennt. Doch, ich will zurück, ich liebe ihn oder ich liebe sie, egal wie er mich behandelt hat. Und dieses Nähe-Distanz, Abwertung, Idealisierung ist etwas, was in toxischen Beziehungen, in narzisstischen Beziehungen typisch ist. Und dieser Verlauf in unserem Gehirn macht uns süchtig. Aber das ist ja was Schlechtes. Wieso ist man danach süchtig? Weil jeder Mensch ab einem gewissen Punkt in dieses Suchtverhalten kommt, wenn dieses Lovebombing beständig ist. Also man kann sich tatsächlich kaum dagegen wehren. Und wenn man dann schon so ein inneres Bauchgefühl hat, hey, da stimmt was nicht, und nicht da gleich die Handbremse zieht,
dann wird es gefährlich. Also, die hat das wunderschön erklärt. Leider, muss ich sagen, wunderschön erklärt, leider ein schlechtes Thema, aber wunderschön erklärt. Ich habe mal eine Frage. Männer sind ja dumm. Da ist doch kein Genie dahinter, der genau weiß, ich muss genau diese Liebesding machen. Nee, das gibt's. Das gibt's, klar, so ein Casanova, ja. Aber so macht das jemand bewusst? Ja, das machen sie bewusst. Alles, was sie tun, machen sie bewusst. Weil ich kenne keinen, der so schlau wäre. Sorry, ne, nichts gegen euch. Ich habe eine Frage. Schlau vielleicht nicht, aber manipulativ. Ich habe eine Frage. Ich habe zwei Fragen. Zwei Fragen, bevor wir zu einem zweiten Immer kommen. Du hast zwei. Ja klar, oder drei. Wir können die doch nicht hier einfach erzählen lassen und das alles hinnehmen. Ja, okay. Dann ja. So. Ihr bringt mich aus dem Konzept. Ja, so. Ja, weil du es auswendig gelernt hast. Ja, genau, genau. Dieses Love-Bombing. Ja? Warum tust du das? Kannst du das nochmal sagen, bitte? Love-Bombing. Aber das ist so, warum redest du wie ein R. Kelly-Song? Ja, so. Love-Bombing. Love-Bombing. Gibt es Menschen, die das aufrichtig meinen? Der einfach der Person... Oder ist es immer manipulativ, deiner Meinung nach? Manipulativ ist es immer. Natürlich, wir Menschen sind ja auch manipulative Wesen. Ja, ja das glaube ich jetzt nicht. Ja. Ein Fasern? Ja. Fasern ist ein super lieber Mann, ja, der alles für seine Frau tun würde, sie überrascht, massiert und macht. Und der ist jahrelang so. Der ist so ein Schleimer. Soll ich den hochholen? Nee, seine Frau vielleicht. Manipuliert ihn, dass er so ist, meinst du? Boah, ich gehe jetzt direkt da runter. Nein, so. Ich muss sowieso dahin, aufs Klo. Er hat mich jetzt durcheinander gebracht. Also was wollt ihr wissen? Also, jemand, der das aufrichtig meint, ja natürlich. Das gibt's. Ja. Ist es dann aber auch schlecht? Wenn jemand das aufrichtig meint, nein, natürlich nicht. Okay, das erst und die zweite Sache, weil er das eben meinte, was du nicht mitbekommen hast, dann ist ja jede Ehe gefühlt so. Aber ist es nicht normal, dass wenn... Nach drei Monaten. Ja, genau. Ist es nicht normal, dass wenn man... Ich drücke es jetzt natürlich sehr humoristisch aus, ja, dass wenn man kurz bevor man heiratet, man schleimt die ganze Zeit, man ist nett, beide zeigen und dann, man ist in der Ehe, das schläft irgendwann ein und dann ist man ja selbstverständlich nicht mehr so nett und aufmerksam und voller Hingabe, wie man das am Anfang ist. Das ist, glaube ich, ein normales menschliches Verhalten. Absolut. So, ist es denn, sollte man es dann trotzdem so, negativ beschreiben, sage ich mal, weil es ist ja... Aber du redest hier von zwei verschiedenen Dingen, ja klar, weil du hast ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, du hast gesagt, ob dieses Love-Bombing auch gut gemeint sein kann, auch wenn es danach... Einschläft. Ja natürlich, dann ist es richtig gemeint und dann erlebt eine Beziehung einen Alltag und unser Körper würde das auch gar nicht aushalten, ständig in diesem Verliebtheitszustand zu sein. Das ist ein wahnsinnig anstrengender Zustand für einen Körper. Ja. Das ist nochmal ganz was anderes. Aber wenn das Love-Bombing aufhört und es dann übergeht in Abwertung, Entsorgung, in Kritik, in Gewaltformen, dann sprechen wir von zwei Paar Schuhen. Der eine Beziehungsverlauf ist ein normaler Beziehungsverlauf, der einfach einschläft, wo sich beide drum kümmern müssen, dass die Beziehung am Leben bleibt, dass Beziehungsarbeit erfordert. Aber wir reden hier jetzt von Beziehungen, die toxisch sind, narzisstisch, bei denen Gewalt ausgeübt wird. Okay, wenn eine Frau zu ihrem Mann nach 3 Jahren Ehe sagt, ey, guck mal, du bist nicht mehr so nett wie am Anfang, wann hast du mich das letzte Mal ausgeführt, wann hast du mir das letzte Mal Rosen geschenkt, hat sie dann, sollte dann nicht der Mann eigentlich von Anfang an das gar nicht erst machen, damit er gar nicht in diesen Zugzwang kommt, das später noch machen zu müssen? Boah, oder sollte er das die ganze Zeit aufrechterhalten? Die ganze Zeit aufrechterhalten. Das ist Beziehungen. Eine Beziehung ist Arbeit, Leute. Ja, und zwar jeden verdammten Tag. Deswegen will ich eine grenzdebile Frau heiraten, die den ganzen Tag so ist. Das ist gut. Damit ich nichts machen muss. Nein, okay. Das die hat ja auch einen Pfleger. Nein, guck mal. Ja, genau, die hat doch einen Pfleger. Nein. Ich finde das gut, was du sagst, weil das sollten sich die Leute eventuell mitnehmen. Wenn du am Anfang so ihr den Hof machst, dann ist verständlich, dass sie irgendwann unzufrieden sein wird, weil sie sagt, ey, du führst mich nicht mehr aus, du machst mir keine Komplimente, weil das ist ja auch eigentlich bei jeder Ehe, da hat recht, der Mann sagt am Anfang immer, du bist die schönste Frau der Welt, ich habe noch nie so was Schönes wie dich gesehen, wenn ich dich sehe, meine Augen, ich muss 15 Mal blinzeln, weil ich diese Schönheit nicht ertragen kann und irgendwann macht er ihr gar keine Komplimente mehr. Ja, weil die 2 Meter neben dir die Fußnägel und schneiden. Dann ohne Respekt. Und dann wundert. So.
Und dann wundern sie sich die Leute, an alle. Warum Frauen nicht mehr heiraten wollen und keine Beziehungen mehr wollen. Ja. Ja, aber wenn man nicht so schleimt am Anfang, dann kriegt man die Frau ja auch nicht. Doch. Tach, du musst doch nur einfach, du musst einfach so sein, so wie du bist. Ja, ich bin immer, also ich bin sowieso immer, wie ich bin. So, ja, du änderst dich ja nicht. Mm-mm. Nur jedes Jahrzehnt gibt es eine kleine Veränderung, die merkst du gar nicht. Das ist wieder so, die Erde zittert doch mal ein bisschen nach. Wenn ich Nisa beschreiben müsste, der ist wie so... Alf. Nein, nicht Alf. Ja, so. Nee, der ist so... der ist so wie der 29. Februar. Der kommt alle 4 Jahre. Jede 4 Jahre kurz zittert er mal ein bisschen nach, dass die Erde wieder rund läuft. Das dann war dann jetzt geht. Eindeutig, zweideutig. Ja. Genau. Nee, der hat recht. Ich sag dir, warum der recht hat. Weil er krass ist erstmal. Erstens. Ja. Guck mal. Allein guck mal unsere Eltern an. 30 Jahre, 40 Jahre. Das ist ja auch nicht mehr wie in den ersten 2 Jahren. Der macht ja auch... So. Keine Komplimente. Ja, der geht ja so. Die Frau geht kacken. Sorry, dass ich das sage. Lässt die Tür auf. Wir Frauen kacken doch. Und dann Fußnägel geschnitten. Kacken Frauen? Nein, natürlich nicht. Ja, natürlich. Nicht. Nein. Bruder. Achso, nein? Nein. Nein? Nein, natürlich nicht. Aha, und was war vorhin? Mann und Frau sind genau gleich. Ja, das hat sie behauptet. Die stimmt dir doch gar nicht zu. Bruder, die kacken auch so ein halbes Kilo. Nein, die sind doch keine Nashörner. Oder? Die haben doch den gleichen Einhörner. Darm. Die haben den gleichen Darm. Das heißt, die. Nein, so wie der Darm ist so rosa. Junge, so wie du kackst mit so manchmal. Blumen. So mit diese. So Blumen drin. Wenn du so eine volle Kacke hast, haben Frauen das genauso. Siehst du, vulgär, narzisstisch. Nein, ich sag ja, das. Toxisch maskulin. Das, ja. Also das. Und da. Ich glaube. Man muss einfach ein guter Mensch sein. Ja, das ist jetzt wieder so eine Pauschalaussage. Nein, ja, aber ich will ja erklären. Auch nicht, ne? Nein, ich will ja erklären, warum. Ja. Wenn du einen Menschen gut behandelst, ja, und der Mensch auch dich gut behandelt. Aber das ist Definitionssache. Und, genau, das ist wieder Definitionssache. Aber da muss man sich aussprechen, offene Kommunikation. Genau. Was ist für dich gut? Genau. Wie tue ich dir gut als Mensch? Es gibt ja Frau, es warum gibt ja, reden Menschen nicht miteinander? Genau, es gibt ja einen Mann, der sagt zum Beispiel zu der Frau, ich will, dass du mich auspeitschst 3-mal die Woche. Das ist für ihn gut und ihr gefällt es auch. Ne? Schönen Grüße an Khalid Benoit. Und ich würde das nicht gut finden. Ja? Das ist so asozial. Ich würde das hat gar keinen Tarot. Ich würde das nicht gut finden. Das heißt, das ist ja, man kann es ja nicht definieren, weil ein toxisches Verhaltensmuster oder ein. Na, ist ja für jeden. Guck mal. Aber man kann miteinander reden. Kann man, zum Beispiel, es gibt Frauen, die gibt es, ja, die mögen dieses traditionelle. Rollenbild. Die sagen, ich bin eine feminine Frau, weil eine Frau per se. Mach die genauso. Ja. Mach auch so? Ich bin feminin, ich möchte meinen Mann bekochen, ich will unsere Kinder erziehen, ich will zu Hause sein. Mein Mann hat einen guten Job, der geht arbeiten, er ernährt uns, er ist der Führer, der Kapitän dieses Familienkonstrukts und ich bin die Hausfrau. Und die sind zufrieden. Da kann man nicht sagen, das ist toxisch, weil sie ist glücklich. Sie wird sagen, ich habe den besten Mann der Welt. Er hat mir nie was Böses getan. Und er ist ein guter Mann. Und er ist ein sehr guter Mann. Und er sagt auch, ich habe die beste Frau der Welt. Und dann kommen so Leute wie du und sagen, nein, das ist das Patriarchat. Und das ist nur, weil der Mann, und es gibt keine Unterschiede. Frauen können auch beim World Strongest Man LKWs ziehen. Und so. Ihr verwechselt immer, wenn wir über Equal Rights sprechen und Gleichberechtigung, ihr denkt immer, wir wollen dieselbe Muskelkraft wie ihr haben. Wir wollen nicht die, wir wollen nicht bei euren, wie hast du es genannt? It's the strongest man. Ja, genau. Da wollen wir nicht mitmachen. Oder vielleicht gibt es Frauen, die da mitmachen wollen. Ja, aber darum geht es so nicht. Wir wollen nicht dieselbe Kraft haben wie ihr. Wir wollen dieselben Rechte. Ja, wir sind auch da. Ich finde, Frauen sollten mehr Rechte haben als Männer. Ernst? Frauen und Männer haben ja auch den gleichen Wert. Wenn nicht sogar eine Frau mehr Wert hat. Ich finde, Frauen sollten mehr Wert haben als Männer. Weil ein Mann okay, kann das, was ihr jetzt gerade macht, ist Lovebombing. Ja. Nein. Ja? Also, weil wir sind doch, klar machen wir das. Nein, für die Klicks, das machen wir später. Achso, kommt es noch. Kommt der Part, muss den Männer sagen. Nein, das ist wichtig. Man muss ja nicht darüber sprechen, was normal ist. Warum soll eine Frau weniger Wert haben als ein Mann? Das siehst du so, aber das ist ja, es spiegelt sich doch in der Gesellschaft wieder. Ja, die Gesellschaft diese ganze Doppelstandards. Ja, aber okay, Gesellschaft kannst du gar nicht ernst findest nehmen. Findest du das schwieriger in der Gesellschaft als ich? Aber 1000%. Nenn mal so ein Beispiel. Wie kommst du darauf? Wie viele Männer aus deinem Freundeskreis haben dir die Schultern vollgeheult, weil sie sexuell belästigt worden sind, vergewaltigt worden sind? Wie viele? Kein einziger. Weil bei denen nennt man das Ehe. Wie viele Männer gibst du
Tipps, wie sie safe nach Hause kommen? Keinen. Wie oft musst du dir Gedanken darüber machen, was du anziehst, damit es ja nicht zu anzüglich wirkt und du dann irgendwelche Menschen hast, die dich bedrängen? Keinem. Siehst du? Ja, aber dafür, ja, dafür haben die ja andere. Ja, dafür haben die ja andere. Frauen haben mehr Probleme in der Gesellschaft. Ja. Aber die haben andere. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass du per se wenig. Also, ich guck mal, in einigen, wenn es darum geht, nach der Diskothek nach Hause zu gehen, dann hat es eine Frau schwieriger als ein Mann. Oder überhaupt in der Diskothek, wie sie behandelt wird. Mhm. Schwieriger, ja, das ist ja klar. So, ne? Mhm. Aber ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel, also wo hört man das auf? Wie misst man das? Wenn ich jetzt hier, wie heißt dieser Ort, dieser gute Ort in Wiesbaden? Sonnenberg. Wenn ich in Sonnenberg mit dir in eine Wohnung gucken gehe und wir sind beide interessiert und ich zeige dem Vermieter, ich sage nicht, dass es so ist, ich weiß nicht, ich zeige dem Vermieter, dass ich 5-mal mehr verdiene als du, der wird dir eher die Wohnung geben als mir. Warum? Weil? Weil du eine Frau bist, eine attraktive Frau, und bei mir hat er vielleicht so ein Bild. Und das ist ja schon degradierend. Ja, das ist ja schon sexistisch. Ja, das ist sexistisch, aber das ist zum Beispiel ein Vorteil. Also es ist kein Vorteil. Doch, natürlich ist es ein Vorteil. Es ist sexistisch, Leute. Wenn es sexistisch oder ist, dann ist es kein Vorteil. Oder wenn ich im Büro arbeiten will und wir bewerben uns beide und der Chef, weil du eine Frau bist, die attraktiv ist. Sexistisch ist sexistisch und ja, kein Vorteil. Aber er stellt dich ein, du hast einen Job und ich nicht. Okay, das heißt, das sind ja zwei Beispiele, wo du es einfacher hast als ich. Was ist, wenn es die eine Chefin ist? Das heißt, die zwei Sachen, wo du es einfacher hast als ich, da sagst du, ja, das ist sexistisch, das ist auch schlecht. Das heißt, du gibst ja gar keine... Aber das ist sexistisch. Was ist, wenn es eine Chefin ist? Es ist eine Frau, die Vermieterin. Zu sagen, du hast aufgrund, weil du eine Frau bist, bekommst du den Job. Nehmen wir mal an, was so sein kann, die Situation, dass ich den Job bekomme und du nicht. Nicht. Genau. Dann ist das ein Vorteil basierend auf einer Diskriminierung. Ja, genau, aber es ist auch trotzdem ein Vorteil. Ja, aber da ist doch per se schon was, das widerspricht sich. Wenn jetzt eine Frau. Wenn wir über Privilegien sprechen, dann müssen wir auch bei den Sachen bleiben, die Privilegien tatsächlich darstellen. Das ist kein Privileg, das ist ein Vorteil, wie du ihn nennst, aber unter dem Deckmantel von Sexismus. Egal, also ist aber kein Vorteil. Du hast doch trotzdem einen Vorteil, weil du hast einen Job und ich nicht. Das ist ja wie wenn eine Frau jetzt zum Beispiel kommt und zu mir sagt, Nisa, ich will dich kennenlernen, weil ich stehe auf ägyptische Hotelanimateure. Ja? Dann könnte ich ja auch sagen, das ist rassistisch. Nur weil ich aus Ägypten bin, will sie mich kennenlernen. Ich habe aber trotzdem einen Vorteil dadurch. Der Vorteil ist, dass sie mich kennenlernen will. Nee, ist doch irrelevant, dass der auf Rassismus basiert. Der Zweck heiligt ja nicht die Mittel. Ist ja egal, aber entsteht ein Vorteil? Nein. Okay, wenn jetzt ein Mann hier reinkommt, Millionär, und er sagt, ich hasse Iraner, aber ich liebe Deutsche so wie Nisa. Und deswegen hier Nisa 1000 Euro und Schein gibt er nichts. Ist das Rassismus? Ja, aber ich habe trotzdem einen Vorteil dadurch. Da kann ich nicht sagen, das ist kein Vorteil, dass der mir jetzt 1000 Euro gegeben hat, weil das ist. Ich glaube aber auch nicht, dass du diese zwei Dinge vergleichen kannst. Welche zwei Dinge? Was du jetzt gerade als Beispiel gebracht hast. Bei dem einen ist ein strukturelles Problem, Sexismus. Ne? Genau, aber und bei dem anderen ist, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, wir haben wieder abermals den Fokus auf dem Falschen. Also du bist nicht davon überzeugt, damit ich weiß, wie viele Studien ich ihm geben muss, weißt du? Also du bist nicht davon überzeugt, dass jeder dritte Mann ein Täter ist. Du bist nicht davon überzeugt, dass ihr Männer privilegierter seid, als wir Frauen in vielen dieser Sachen. Welt. Aber in vielen, also Sachen glaubt, in vielen Sachen seid ihr auch privilegierter. Aber das, was du gerade genannt hast, ist kein Privileg, wenn ich aufgrund von zwei Brüsten und einem kurzen Rock den Job bekomme. Ja, nee, warte mal, du kannst es ja auch anders sehen. Mhm. Es geht ja nicht darum, dass du wegen deiner körperlichen Züge die Wohnung bekommen würdest, sondern einfach nur, weil er ihn verachtet, ohne neutral über dich zu sprechen. Also wer sagt denn, dass das sexistisch ist? Aber den Grund werden wir ja nie erfahren, ob er Männer verachtet oder Frauen. Was ist mit einer Vermieterin? Wer ist eine Vermieterin? Kein Mann. Gib dir eher die Wohnung als ihm. Weil sie sagt, der sieht aus wie ein Krimineller. Ja. Was ist es dann? Kann man nicht pauschal sagen, ne? Ja. Ich verstehe die Frage dahinter ehrlich gesagt nicht. Nein, ich verstehe die Frage dahinter nicht. Was ist es dann? Was soll das dann sein? Nein, wir wollen darauf hinaus, dass du nicht per se sagen kannst, dass es schon Gebiete gibt, wo Frauen natürlich bevorzugt werden. Natürlich wegen Sexismus, weil Männer Boah, da bin ich ja froh, dass du da einer Meinung mit mir bist. Ja, so. Ne? Aber es ist ja trotzdem ein Vorteil. Es ist ja trotzdem ein Vorteil, den ich daraus ziehe. So, wenn er eine Bank ausraubt, ne, und mir dann die Hälfte davon gibt, dann ist das ja auch
Schaden ist ja angerichtet und aus einem Schaden ein Vorteil. Ja, ist wie bei Spendengeldern. Moralisch, ethisch vertretbar ist. Weißt du, was ich meine? Wenn du einen Vorteil hast, weil jemand anders zu Schaden gekommen ist, dann ist es doch kein Vorteil, Leute. Okay, dann darfst du aber nicht die UN unterstützen, die WHO unterstützen. Du darfst niemals Spendengelder sein, weil 100% kommen nie an, sondern 30% für Verwaltung. Das heißt, es ist. Gib ich dir recht. Also, da kann jeder das machen, was er in seinem Rahmen seines Möglichen ist, tun. Okay. Ja? Wenn die Welt ist ja nicht, wir sind ja keine Roboter. Nein. Ne? Die Welt ist ja, wir sind ja keine Maschinen. Das heißt, findest du es per se falsch, wenn ich jetzt eine Tochter hätte und die möchte einfach im Bikini in eine Diskothek. Die will High Heels tragen und ein Bikini. Mhm. Und ich sag, ey, zieh dich nicht so an, du gerätst in Probleme. Würdest du sagen, ja, das ist falsch, man sollte einer Frau nicht sagen, wie sie sich anzuziehen hat, wenn sie feiern geht? Das kann man nicht sagen, ob es falsch oder richtig ist. Du weißt, dass du deiner Tochter per se in dem Umfeld, in dem sie lebt, eine Gefahr aussetzen würdest. Das ist natürlich, dass du deine Tochter, deine Schwester, deine Cousine schützt und sagst, ey, ich weiß, wie Männer ticken. Ja. Das ist ja wie ich würde. Mach das nicht. Das bestreitet ja auch keiner. Ja. Aber Leute, wir brauchen keine Ursachen, also wir brauchen keine Symptombekämpfung. Das, was du nennst, ist ein Symptom. Es ist viel wichtiger, um etwas zu verändern, die Sache bei der Wurzel zu packen. Ne? Also die Ursachen zu bekämpfen. Verstehst du, was ich meine? Und deshalb sind diese Vergleiche, ist das richtig oder falsch, die führen doch zu nichts. Wer würde dir denn sagen, das ist falsch, dass du deiner Tochter sagst, du würdest deiner Tochter dann nicht sagen, geh mit dem Bikini in die Disco. Das wird doch kein Mensch tun. Doch, ja. Kampflesbe. Ja, und weil du eben gesagt hast, musstest du mit deinen Freundinnen reden, wie sie sich anzuziehen haben, wenn sie weggehen. Genau, das heißt, ein Privileg, das ihr habt als Männer. Genau, dass wir uns anziehen können, wie wir wollen. Zum Beispiel, ja. Ja, wobei jetzt auch nicht, wie wir wollen. Ne? Ich könnte jetzt nicht zum Beispiel ein Verkehrsschild auf meine Leiste so drauf machen und so in einen Club gehen. Würde ich ja nicht mal reinkommen. Und das klang für mich so, als ob du die Gesellschaft so verändern willst, dass man daran arbeiten sollte, dass egal wie eine Frau weggeht, ne, natürlich eine Frau zu belästigen, nur aufgrund dessen, wie sie angezogen ist oder wie sie sich gibt, ist falsch. Ganz klar. Aber was tust du denn als Mann genau, um dieses Problem zu beheben? Welches Problem? Dass das eben nicht passiert, Frauen sich meinetwegen, dass sie nicht belästigt werden aufgrund ihrer Kleidung. Wenn ich das sehe, würde ich einschreiten. Ich kann mein Umfeld beeinflussen, aber ich kann die Welt nicht ändern. Ich bin nicht der Weltmonarch. Aber wer hat denn auch gesagt, dass du die Welt ändern musst? Ja, aber du fragst mich ja, was kannst du tun? Das ist meine Antwort. Genau, also deine Antwort, und das machst du auch. Das machst du auch aktiv. Also du schreitest ein, wenn Frauen belästigt werden, wenn frauenfeindliche Witze fallen. Nein, das mache ich ja selber. Siehst du. Ja, genau, dachte ich mir. So, ich passe mich immer an, das, was Geld bringt. Guck mal, das ist so negativ, ich brauche was Positives. Ja, deswegen, komm, Nisa, hol den AIDS-Test raus. Ja. Nenn mal so drei Attribute als Paartherapeutin, wie Paare, weil uns hören sehr viele Paare, die gucken das gemeinsam, zusammen am Fernsehen, bla bla, die zeigen so, dass ich liebe Popcorn und so eine Sache. Nenn mal so drei Attribute, die man besser machen kann für Paare, die jetzt nicht in so einer Narzissmus. Wie langweilig, ich gehe kurz urinieren. Nein, ich würde es gerne wissen, dass man so sagt, mit diesen drei kleinen Schritten könnt ihr ab jetzt sofort das anwenden, um besser zu leben als Paar. Hast du da irgendwas? Ja, klar. Jetzt erzähl. Aktives Zuhören. Was ist denn? Aufmerksam sein. Also nicht zuhören, während der andere was erzählt, wenn er ein Bedürfnis oder einen Wunsch äußert. Einfach nur ja, sondern wirklich aktiv zuhören. Wie meinst du das? Warum brauchst du das? Aktiv zuhören. Habt ihr gehört? Habt ihr es gesehen? Aktiv zuhören ist für ein Paar schon mal das Wichtigste. Nicht das Wichtigste, aber mitunter ein fundamentaler Baustein für eine gute Beziehung. Zwei. Die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und nicht zu sagen, so muss mich akzeptieren, so wie ich bin, so ein bisschen nach dem
Friss-oder-Stipp-Prinzip, sondern eine Partnerschaft ist immer dazu da, und das ist ein Mythos in Beziehungen, dass man sich nicht verändert. Doch, man verändert sich, weil man ist nicht alleine, sondern man ist zu zweit. Es gibt verschiedene Dynamiken, die da mitspielen. Man sollte sich weiterentwickeln. Also auch für den Partner, sich zu ändern, stellt ein fundamentales Gerüst dar, um aber ich eine gut gelingende Beziehung zu haben. Kurze Sache. Mhm. In meiner Therapie habe ich gelernt, dass ein Mensch sich nicht ändert. Ein Mensch passt sich an, er entwickelt sich weiter vom Grundkern, aber er kann sich niemals ändern in dem Sinne, dass er plötzlich anders denkt, nur weil man ihm das sagt oder er sich weiterentwickelt, sondern sein Grundkern bleibt immer gleich, sein Charakter. Verstehst du, was ich meine? Das weiß ich nicht, ob ich das so teilen würde, dass sich ein Mensch nicht ändert. Hm. Also du wirst vielleicht nie humorlos werden. Das mag sein, weil es ein Kern, weil ein Wesensmerkmal von dir dein Humor ist. Mhm. Ja, deshalb glaube ich, weiß ich, was du meinst. Aber ich glaube, in einer Beziehung geht es gar nicht um den Grundstock, den wir an Ausstattung habe ich, sage ich mal, an Charakter und Wesenszüge haben, sondern es geht darum, wie kann man diese zwei Individuen kompatibler machen und was gehört dazu. Also jeder hat ja eine eigenständige Persönlichkeit, aber zusammen hat man ja auch eine Art Beziehungspersönlichkeit. Also eine eigene Welt zusammen und jeder hat seine eigene Welt. Zusammen, genau. Ja. Und da gilt es eben, sich weiterzuentwickeln und vielleicht auch zu schauen, okay, aha, ja, diese gemeinsame Welt weiterzuentwickeln. Und dazu gehört eben auch, dass man Dinge an sich ändert. Ja, dass man aufeinander hört. Änder dich, Nisa, mir passen viele Dinge nicht. Was ist drei? Und drei ist, plant euch immer wieder Zeit miteinander ein. Im Alltag nehmen wir Liebe als sehr selbstverständlich und als so ein selbsterhaltendes, selbstlaufender Motor. Und es funktioniert nicht. Ja? Ja, es verliert sich das irgendwann nicht. Dann? Aber natürlich verliert sich das irgendwann. Wie kann man so Liebe wieder entfachen? Soll man, keine Ahnung, Salsa tanzen gehen oder? Naja, in erster Linie mal gucken, was fehlt jedem. Dieser Austausch muss da sein. Jeder muss Dinge, es ist ein Team, also ein Paar ist immer auch ein Team. Es geht darum, für jeden eine Win-Win-Situation zu schaffen. Ja. Und das heißt, ich muss dem anderen zuhören, ich muss bereit sein, dem anderen Bedürfnisse zu erfüllen und er erfüllt mir meine Bedürfnisse. Was ist, wenn die Person das aber nicht sagt? Weil das ist typisch schlecht. Klassisches Gespräch, was ist, Schatz? Nichts. Sag doch einfach, ist nichts egal. Drittens, ist auch nichts. Dann fünfte, dann sagt der Mann irgendwann, er weiß was, dann ist okay. Ja, weißt du warum? Und dann dieses Schmollen. Ja, weißt du warum? Ja. Ich garantiere dir, dass die Frau, die gesagt hat, es ist nichts, schon 33 Trillionen Mal gesagt hat, was ist, aber der Mann nicht zugehört hat. Ja, dann muss die besser reden. Nee, ihr müsst besser zuhören. Ihr müsst zuhören. Aber Männer hören, sind keine Ihr müsst zuhören, nicht immer am Handy und in der PSP5 und so und hier. Du, also da ist das garantierst Frau. Du. Das garantiere ich dir. Dass eine Frau, die anfängt zu nörgeln, schon 1000 Mal vorher gesagt hat, Schatz, bitte, können wir nicht mal wieder? Wie wär's denn? Ich bin irgendwie unglücklich. Keine Ahnung. Der Mann hat's nicht gehört. Es vergeht eine Zeit. Und dann, wenn der Mann natürlich fragt und weil es ihm irgendwann blüht, ne? Dass er, dass irgendwas nicht stimmt und fragt und sie sagt nichts, dann ist die Frau innerlich einfach schon weg. Es ist interessant, soll ich euch mal... An dieser Stelle bei dir entschuldigen. Aber eine Frau kann man doch eh nicht zufriedenstellen. Die ist doch immer unzufrieden. Ja, das ist... sexistisch. So, nee, das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung, die da von dir geht. Ja. Soll ich euch mal einen interessanten Einblick in mein Arbeitsleben geben? Jedes Mal, wenn mich eine Frau, wenn mich eine Frau anruft und zur Paartherapie kommen möchte... Ja. Dann besteht die Chance, dass die Ehe noch irgendwie zu retten ist. Wenn der Mann anruft und Paartherapie machen will, also auf sein Zutun, dann hat er gar nicht gemerkt, dass die Frau ausgezogen ist schon lange. Weißt du, was ich meine? Ja, weil er dumm ist. Ja, das sagen wir doch. Ja, wir und, sagen ja, doch. Und, Männer ja, sind und dümmer. Also, wenn ihr das doch schon von euch selbst behauptet, ne, das sagt wir wissen es, wir behaupten ja, ihr wisst es. Ja, warum sagt ihr dann im selben Atemzug, ja, aber die Frauen nörgeln und hier, ja, weil sie weit ist. Ja, die geht schon einen auf den Sack. Also, was Alter. Jetzt? Alter, das ist schon anders. Das ist schon anders. Ich hab ihr seid schon anstrengend, sei ehrlich. Frauen sind anstrengend. Nein, Frau Diamantes, komm. Nein, wir sind nicht anstrengend. Ihr seid nur doch, emotional. Doch, ihr wollt so reden und lieben. Ihr wollt so Finger so zusammen und so rumlaufen. Ja, aber das ist gesund. Wie gesund? Das ist mein gesund. Arm ist die ganze Zeit am Wackeln.
Du bist gesund. Bei der Kälte minus 2 Grad. Ich will doch meine Jacke so machen und nicht. Dann merkt jemand, dass wir zusammen sind. Merkt doch auch so jeder. Jede Frau, die mich anguckt, rastest du aus. Ist es nicht so? Ja, ich raste oft aus. Ja, der rast richtig aus. Wenn ihn jemand anders anschaut. Ja, klar. Ich habe einmal aus Spaß gesagt, dass ich jemand lustiger finde. Weißt du, was hier los war? Ey, was für ein Rambazamba hier im Büro. Schmollt da? Er dann auf? 23 Minuten Audio, schmollen wir doch okay, Alter. So schmollen wird der mich anschweigen, sag ich, ey, sei gelobt, der Narzisst, Alter. Aber der macht 23 Minuten Audios. Und in der ersten Minute, die ersten 60 Sekunden sind sehr wichtig. Ja. Hi, Schein, grüße dich. Hi, Schatz, sag ich auch oft. Ja, hey, Schein, grüße dich. Wenn du mich respektierst und mich liebst als deinen Bruder, was du ja immer sagst. Bruder auch, weil wir... Das für ist übrigens manipulativ. Ja, weil wir hörst du dir diese Audio... Ist eine inzestiöse Beziehung auch noch. Hörst du dir diese Audio bis zum Ende an? Und manchmal denke ich, ist das 23 Sekunden oder 23,67 Minuten? Ja, ich möchte meine Gefühle zum Ausdruck bringen. Und guck mal, wenn man so auf zweifache Geschwindigkeit... Minuten. Muss er mir nicht zuhören als mein Partner? Zweifache Geschwindigkeit sind das immer noch 12 Minuten fast. Wie hast du es denn so lange ausgehalten? Ja, das ist die Liebe. Das ist eine toxische Liebe. Das ist toxische Liebe. Nee, guck mal, weißt du, ihr seid abhängig voneinander. Ja, ne? Sind wir wirklich? Ja, ja, das glaube ich euch total. Wir haben jetzt mal den Podcast. Voll auf Business. Ja. Ja, scheiß auf den als Freund. Ja, wir müssen Geld verdienen. Ja, müssen Geld. Nee, weil, guck mal, bei mir ist es so, so denke ich. Das kannst du ja gerne mal beurteilen. So eine Schnell-Dialyse. Analyse, so, jetzt habe ich es. Schnell-Dialyse ist auch gut. Ich achte auf einen Menschen, wie viele positive Eigenschaften er hat. Mhm. Wenn er 3, 4 negative hat, die mir nicht schaden als Mensch, sondern nur vielleicht nerven, dann akzeptiere ich das so. Genau. So, und er hat mehr positive Eigenschaften. Er hat 90% positiv und 10% negativ. Mhm. Bei mir variiert das, weil ich 6-mal meinen Charakter geändert habe in den letzten 3 Jahren. Das heißt, ich habe mal... Keine Haltung. Ja, keine Haltung. Rückgrat. Ist multiple Persönlichkeiten. Ja, genau. Das. So, das heißt, wir haben ja so, also wenn ein Mensch nur negativ ist, was ich auch so im Freundeskreis hatte schon, die habe ich sofort, nein, nicht sofort, so nach 2 Jahren habe ich es gemerkt. Mhm. Er ist wie eine Frau. Er braucht ein bisschen. Ja, ich brauche ein bisschen. Und dann, es fällt mir ein bisschen schwer loszulassen, aber dann merke ich, dieser Mensch zieht mich einfach nur negativ runter. Das ist ja nicht so bei dem. Der ist ein Spinner, ja, bei manchen Sachen hat er so ein Rad ab, aber trotzdem hat er mehr positive als negative. Was sagst du, ist das eine gute Denkweise? Kann man so leben? Dann führen wir eine gesunde Beziehung? Ja. Bestimmt. Ihr habt ja euch umgeben mit sehr viel... Menschen, die eure Energie so teilen, habe ich ja schon mitbekommen. Ja, ja, also die Frage ist immer, ich bin auch kein Fan von Kompromissen. Ich halte nichts von Kompromissen. Kompromisse gehen immer entweder zu Lasten des einen oder des anderen. Ich finde viel wichtiger, dass man sich in Beziehungen, egal in welcher Beziehung, freundschaftlich, partnerschaftlich, Arbeitsbeziehung, sich fragt, kann ich damit leben oder nicht? Und das ist das genau, aber ist es was nicht du gerade aber es ist nicht ein Kompromiss, wenn man sagt, der will das, ich will das nicht, aber ich kann damit leben, wenn er das will. Nein, ein Kompromiss ist immer so ein bisschen, hat immer so ein bisschen den Hauch, ich verzichte auf etwas oder ich lasse etwas gelten, was eigentlich gegen meine Werte verstößt, gegen meinen Glauben, gegen etwas, nur damit wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Aber heißt Liebe nicht Opfer bringen? Opfer ist jetzt ein zu hartes Wort, finde ich. Ja? Ja, Opfer, nee, für Liebe bringt man keine Opfer. Okay, aber wenn jetzt zum Beispiel... Du vergewaltigst dich ja selber, wenn du Opfer bringst. Was heißt denn Opfer? Opfer heißt zum Beispiel, die Frau sagt, ich mag nicht, dass du rosa Schuhe trägst. Geh nicht mehr im Puff. Genau. Das ist ein großes Opfer für einige von der Rebel Comedy. Nein. Sorry, Leute. Echt, ey. Ich bin schon in eurer Energie. Das hat Bock, ne, so zu labern. Das ist geil. Ey, ist das, ey, das ist so. Weißt du, was aber noch schlimmer ist? Was ist noch schlimmer? Dass diese Leute trotzdem hierher kommen als Gast, obwohl der das ein Jahr lang macht. So sind die behindert. Ja. Die sind in einer Top-Situation. Es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum du die Vorgespräche führst und nicht er. Ja. Das hat einen Grund. Ja, Moment. Nee, Spaß. Ja. Wenn jetzt die Frau sagt, es verletzt mich und du liebst diese Frau, es macht mich traurig. Wenn du rosa Schuhe trägst. Und du trägst... Boah, Leute, ey, ihr kommt immer mit so Beispielen, die so völlig fernab der Realität sind. Und du trägst gerne rosa Schuhe und du sagst einfach irgendwann,
Okay, für meine Frau. Also wenn jetzt die Frau nicht suizidgefährdet ist, dass der Mann rosa Schuhe trägt, dann würde ich sagen, ja bitte lass den Mann doch weiter rosa Schuhe tragen. Ja, aber sagst weißt du das auch so? Du gibst so Beispiele, die so völlig fernab von der Realität Nein. sind. Komm doch mal mit dem richtigen Beispiel. Okay, der Mann geht... Was heißt rosa Schuhe? Okay, der Mann geht gerne Salsa tanzen. Schein nicht so. Der Mann geht gerne... Ich bin toxisch maskulin. Der Mann geht gerne Salsa tanzen. Mit anderen Frauen. Mit anderen Frauen, wo er sie richtig betatscht und wisst ihr, wie das ist, diese Merengue-Quark. So. Mhm. Und die Frau sagt, Emmy, gefällt das nicht, weil du sehr nah an andere Frauen kommst. Und der sagt, meine Leidenschaft ist ja, seit 10 Jahren. Das ist ja praktisch wie so der GV nur angezogen. Mhm. Ne? Die Frau muss entscheiden, kann sie damit leben oder nicht. Ja, aber sie es ist keine Frage, ob es richtig ist oder falsch ist, was der Mann macht. Das ist doch nicht meine Frage. Meine Frage ist, die Frau sagt zu dem Mann, ja, toxisch maskulin. Der wird aggressiv. Ja, der wird aggressiv. Sag, ich schon. Ich möchte nicht mehr, dass du das machst. Bitte unterlass das. Das wäre mir wichtig. Mhm. Und der Mann sagt, ey, ich reibe mich gerne an lateinamerikanischen Frauen, aber wenn meine Frau das stört... Das Bild stimmt aber auch nicht. Weil ich sie liebe, mache ich es nicht mehr. Dann hat er doch so gesehen ein Opfer gemacht, das schön ist, oder nicht? Dann ist es aber kein Opfer. In der Regel ist was ein Opfer bringen nichts Schönes. Das ist der Unterschied. Doch, beim Schach? Nee. Opfer bringen hat Opfer bringen hat kein, da ist nichts Positives dran. Ein Opfer ist immer, wenn wir über Opfer reden, woher kommt das Wort ist ja auch Opfer? Nicht positiv. Also im Moment ist es nichts Positives in dem Sinne für den Mann, weil er sagt, ey, ich mache das gerne, aber die du Liebe... Du hast ja gerade gesagt, positives aber, Opfer, das gibt's ja nicht. Die Liebe und Glückseligkeit meiner Frau steht an erster Stelle und deswegen opfer ich mein Hobby für diese Frau. Aber sie sagt ja, aber die Frau ja muss entscheiden. Opfer. Die Frau muss, sie hat gerade gesagt, die Frau muss entscheiden, ob sie damit klarkommt oder nicht. Du musst gar nicht dir die Frage stellen, ob ich das weiterhin mache oder nicht. Das heißt, eine Frau oder ein Mann dürfen niemals Wünsche oder Sachen äußern, die sie am dem Partner stören? Doch, natürlich. Also jetzt, Moment mal. Ja, ihr redet so durcheinander, ihr bringt mich echt völlig aus dem Konzept. Ja, weil also, du kein Konzept hast? Es gibt zwei, ihr habt mir auch kein Konzept gebracht, keins vorgelegt. Ich habe mir gesagt, doch, komm, setz dich hin, mach mal. Entspann dich und red einfach. Also, du musst dir überlegen, was du brauchst, um in einer glücklichen Beziehung zu sein. Oh. Ja, und je besser du das formulieren kannst, umso mehr kannst du von vornherein aussortieren. Hm? Das zum einen. Einige Sachen dann kannst sagst du aussortieren. So, dem ist schon zu viel, der macht jetzt Pause. Der geht jetzt, oder? Ja. Der kann deinen Scheiß nicht mehr tragen. Ja, euren Scheiß kennt er ja schon so lange. Mein Autoschlüssel, der ist hier. Ja. Also, wir hören dir zu, Christine. Zum anderen, wenn ich dann als Partner oder Partnerin einen Wunsch äußere, dann kann natürlich der andere entscheiden, gehe ich diesem Wunsch, diesem Bedürfnis nach oder nicht. Ja? Ja. Und du musst dir gleichzeitig die Frage stellen, ich muss mit jeder Antwort rechnen, was mache ich bei einem Ja, was mache ich bei einem Nein. Aha. End of story. Ja! Ja, aber siehst du? Warum machst du nur alles so schwer? Ja, du bist gar nicht so, wie du tust. So, jetzt. Ich bin toxisch maskulin. So. Moment, jetzt was mich aber interessiert. Aber warte kurz, ganz kurz, dazu noch. Ja. Darf dann die Frau oder der Mann in dem Moment sauer sein, wenn es die Antwort kommt, wo man nicht damit rechnet und es gar nicht jemand gefällt? Oder darf man da gar nicht sauer sein? Ja klar darfst du sauer sein. Warum sollst du denn nicht sauer sein? Ja, was bringt das Gespräch dann? Aber das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun. Heißt das jetzt, wir dürfen nur Gespräche führen, bei denen wir wissen, dass der andere nicht sauer wird, oder da was? Da stimme ich ihr ungern, aber ich stimme ihr zu. Nein, ich meine, was bringt das dann, wenn da keine Einigung gefunden wird? Das meine ich damit. Er will Salsa tanzen gehen, sie will es nicht. Ja. Beide reden darüber, sie ist sauer, er macht weiter. Was hat es gebracht? Naja, sie muss irgendwann eine Entscheidung treffen. Genau, genau. Man muss ja darüber geredet haben. Ach sie so. Hat es ja versucht. Also es war nur ein Versuch. Ja, genau. Aber sie muss sich muss selber für sich oder er entscheiden, ob es das jetzt ist. Es ist immer die Frage, und da hakt es ja schon bei den meisten, dass sie nicht wissen, also die meisten Menschen wissen ja, was sie nicht gerne haben in einer Beziehung, aber die wenigsten sind ja in der Lage zu benennen, was sie wollen. Wir werfen immer so mit Schlagwörtern, ich will Treue, ich will Ehrlichkeit, ich will Zuverlässigkeit. Aber jeder hat eine andere Definition von Treue, von Zuverlässigkeit, von Ehrlichkeit. Also man muss sich nicht nur dieser Werte bewusst werden und die benennen können, sondern man muss auch wissen, wie sieht das gelebt in einer Beziehung für mich aus? Was ist für mich ehrlich, was ist unehrlich? Wo fängt Treue für mich an, wo hört sie auf? Jeder hat eine andere Definition. Jeder hat eine andere Definition. Und es reicht eben nicht, dass wir nur diese Pauschalaussagen treffen, sondern eben auch ganz genau wissen, wie sieht das gelebt aus? Okay, aber wenn jeder eine andere Definition hat,
Hat man dann in der das Anrecht darauf, eine Definition als toxisch zu bezeichnen? Ja, klar. Bei Gewalt ganz klar definierbar. Ja, nicht ist. Gewalt. Wir reden jetzt, du nennst immer so Extrembeispiele. Lass uns doch bei normalen Sachen bleiben. Ja. Also. Ich mache extra den Joghurtbecher immer nie zu. Extra? Extra. Toxisch. Ja? Wenn du extra was machst. Ja, stimmt doch. Machst. Ja, sie hat recht. Ja, ja, klar. Boah, jetzt hat, wie oft hat er jetzt schon gesagt? Ich habe recht. So drei, vier Mal. Das ist ja, schon, du bist die erste Frau, wo ich das höre. Ja, das ist. Wirklich. Ja, aber ich gebe dir in einigen Sachen nur recht. Also. Lehn dich nicht so weit aus. Ja, aber du hast schon mehr, hingekriegt als alle anderen. Nee, aber guck mal, sowas ist ja eine fruchtbare Diskussion. Man hat mit keinem einen guten Diskurs, wo man sich immer einig ist. Deswegen bin ich gerne mit ihm zusammen. Wir sind ja nicht politisch korrekt, ne? Wir kommen, wir haben ja so ein bisschen denselben, wir haben so dasselbe Konfliktverhalten. Ja. Ich weiß schon, er ist genervt. Schon nach drei Sätzen, als ich gesprochen habe, war ja schon genervt. Nein, genervt ist er nicht. Ich bin so ein bisschen, ich bin, okay. Du bist ja kontrovers, du bist ja provokativ. Ja, der, da ist so. Aber das ist ja auch gut so. Ja, ja nee, daraus die kann Kooperationen ja bleiben weg. Warum sagst du das denn? Ja, nein, ich finde das gut. Ich arbeite seit sie Therapeutin, sie muss das wissen. Wenn sie das sagt. Ich habe 2 Jahre dran gearbeitet, ihn davon wegzukriegen. Hat hier eine Stunde geredet. 40% wird nicht angenommen. Ja, jetzt, wo sie das sagt. Wo die aber das sagt, was sie hören will. Ja, die ist eine Therapeutin. Ist das geil. Ey, was für ein Nafri. Wie der gesprungen ist gerade, gell? Ey, du bist wie eine Katze. Ich bin auch so klein und behaart wie eine Katze. Eine Katze ist auch so... So hinterhältig, die kratzt einfach. In Bayern einfach. Sagt man hinterfotzig. Ja. Ja, sagt man das in Bayern. Krass. HF. HF. Ja. Ey, diese Therapeutin, ich muss auf dir. Ist das witzig? Ey, Lisa ist für mich der lustigste Mensch aller Zeiten. Weil ihr müsst euch. Guck mal, ihr könnt es ja nicht wissen. Man muss jetzt zurückdenken. Er redet hier mit jemandem, eine Paartherapeutin, die über narzisstische, toxische Beziehungen spricht. Egal, was diese Dame gesagt hat, hat er reingegritscht und gesagt, stopp. Das, warum sagst du das? Er sagt nicht, dass sie nicht recht hat, dass es sowas nicht gibt. Aber er sagt, ich muss ja nicht alles glauben. Dann sagt sie nur einmal, du kannst doch so bleiben, wie du bist. Ist doch gut so. Sag dir, ist das geil. Oh mein Gott. Ich habe so einen Menschen wie Nisa kennengelernt, der so viele Zähne hat. Und vor allen Dingen so schöne gerade Zähne. Ja, ja, die sind böse gerade. Das ist mir gleich aufgefallen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Das, weil ich toxisch maskulin bin. Das ist diese maskuline Energie. Boah, es hat gut getan, mal zu lachen. Okay, weil ich bin in so einer negativen Welt. Wenn, du bist ja Paartherapeutin, ne? Wie kommt man dazu, Paartherapeutin zu werden? Was sind die Schritte, dass man sich so überhaupt nennen darf? Was muss man machen? Was muss man studieren? Was muss man leisten? Oder kann jeder Haiopai? Was ist denn das für ein Begriff, Haiopai? Das ist ein Begriff, da wo ich herkomme, das ist so für jeder Dahergelaufene. Aber bevor du anfängst, würde ich gerne noch mal eine nächste Frage. Wie kamst du überhaupt darauf, das zu machen? Ja. Und dann, wie man dazu kommt. Also einmal eine gute Geschichte. Der Wunsch, dass ich Paartherapeutin werde, das resultiert einfach daraus oder ist daraus entsprungen, dass ich schon in meiner Jugend immer diejenige war, zu der alle gekommen sind und nach Beziehungstipps gefragt haben. Und irgendwann hat meine Mutter dann, glaube ich, sogar gesagt, Christina, hat sie gesagt, eigentlich müsstest du dafür Geld nehmen. Und das habe ich dann irgendwann gemacht. Oh, du musst nichts studieren? Doch, doch, natürlich. Also du musst eine Ausbildung machen und die Ausbildungsmöglichkeiten, die variieren. Du kannst systemische Paartherapeutin werden, du kannst... Coaching, Beziehungscoaching machen. Es ist immer was so. Was hast du genau gemacht? Ich habe 1,5 Jahre eine private Ausbildung gemacht und die Inhalte, 1,5 Jahre waren das. Und die Inhalte der Ausbildung waren natürlich die ganze Entwicklungspsychologie, ja, welche Bindungsmuster haben wir aus unserem Elternhaus und systemische Ansätze. Systemische Ansätze heißt, du nimmst also die Erfahrungen nicht nur von der einen Person, sondern beziehst so die Erfahrungswerte und schaust, in welchem System lebt dieser Mensch und was hat dazu beigetragen, dass er sich in bestimmten Situationen so und so verhält. Okay. Genau. Und nachdem man 1,5 Jahre diese Ausbildung macht, dann kann man ganz normal ein Büro kann man eine Praxis aufmachen. Und dann ist man ein Paartherapeut. Genau. Okay. Ja, du darfst nicht vergessen, ich war ja auch 20 Jahre verheiratet. 20 Jahre? Ja, aber das macht ja einen nicht zum Experten. Ja, aber also die Erfahrung bringt Erfahrung mit. Ja, genau, aber du hast ja nur Erfahrung mit einem Mann.
Sagt wer? Vielleicht war ich ja dreimal verheiratet. Stark. Keine Ahnung. Ja, er immer mit seinen Unterstellungen. Ich bin der Untersteller. Ich komme immer noch nicht über die rosa Schuhe, die der Mann trägt, ja, die Frau doch verletzt. Ja. Ich würde gerne mal, ich kann es leider nicht vor Kamera sagen, was der schon in WhatsApp-Gruppen reingeschrieben hat, was für Fragen der uns gestellt hat. Okay, das heißt aber... Also ein Erfahrungswert, das habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt. Erfahrungswert wird unterschätzt. Egal, um welche Thematik es geht. Ich sag immer, Street Smart schlägt Book Smart. Immer. Okay. Ich finde 1,5 Jahre jetzt persönlich, ohne deine Profession zu degradieren. Warum wundert mich das nicht? Ja. Ich finde 1,5 Jahre echt wenig, dass du so expertiert, weil du entscheidest ja über Beziehungen, über Ehen, wenn diese Leute mit dir reden. Nein, ich entscheide doch nicht. Du hörst nur zu? Mhm. Das ist primär meine Aufgabe, zuzuhören und Werkzeuge und zuordnen und mitzugeben, wenn beide bereit sind, daran zu arbeiten, welche Möglichkeiten sie haben, daran zu arbeiten. Man muss das auch bei jedem individuell machen, ne? Es gibt nicht, wenn du jetzt zum Beispiel ein Paar aus Sudan hast, die sehr traditionell sind, die haben Probleme, die nicht an dem traditionellen Konstrukt liegen, sondern andere. Der Mann ist vielleicht, macht, die haben ein Problem. Den kannst du ja nicht das, den gleichen Ratschlag geben wie ein Paar, das eine offene Beziehung führt und die ein Problem haben. Das ist richtig. So. Woher zieht man aber diese Expertise, das Paar in einer offenen Beziehung genauso zu beraten wie das Paar aus Sudan, das sehr traditionell lebt, weil du ja, da hast du ja keine Erfahrung. Richtig? Mit dem Sudan oder mit der offenen Beziehung? Beiden, glaube ich. Aber ich unterstelle wieder jetzt was. Sei denn, du warst mit einem Sudanesen verheiratet. Das würde ich natürlich ein bisschen sympathischer machen. Nein, ich war mit einem Griechen verheiratet. Darf ich meinen Ex-Mann grüßen? Hallo Nico. Hallo Nico. Also, wieso ist er dein Ex? Magst du ihn noch? 20, ja klar, wir lieben uns total als Menschen. Wir haben ein super Verhältnis. Wir sind beste Freunde. Also war der nicht toxisch? Nein, der war nicht toxisch. Der danach kam, war toxisch. Der war kein, der war, Nico war auch kein Narzisst? Nein, der war kein Narzisst. Also einen narzisstischen Zug hatte er. Er konnte an keinem Spiegel vorbeigehen, ohne zu sagen, boah, Schatz, schau mal, wie geil ich aussehe, trotz meines Alters. Aber ja, das war alles. Ja, das damit konnte stylisch. Ich leben. Das ist doch stylisch. Das ist doch stylisch. Okay, aber wenn du Nico so gut, euch so gut versteht, was ich feiere, warum gibt's da... Weil wir uns auf menschlicher Ebene sehr gut verstehen, aber auf partnerschaftlicher Ebene hat sich's irgendwann auseinandergelebt. Ja, aber wir können doch mit Nico reden. Und du doch auch, du bist doch eine Therapeutin. Sag ihm doch einfach, was er zu machen hat. Ja. Was, wie, nochmal, ja? Ja, habe ich ja versucht, aber der andere muss ja mitziehen. Wir reden mit Nico. Ja, komm. Nico. Nico, was ist los? Was ist los, Alter? Warum bist du so dick? Ich verstehe das, die ist sehr unsympathisch, die Frau. Aber wenn du... Aber ist doch egal, lass sie reden, die macht ein paar Dollar mit ihrer Paartherapie. Kann dir doch egal sein, sei ein bisschen nett, guck ein paar Filme. Was war aber mit dem anderen? Der danach kam ja, das war der narzisstische Mensch. War das auch ein Grieche? Nein, das war kein Grieche. Okay. Darf man sagen, wo der herkommt? Der kam aus dem Ort, wo ich lebe. Nein, ich meine Nation. Deutschland. Aber ein Deutscher? Mhm. Krass. Mhm. Und der war nicht so... Verdeckt narzisstisch, ja. Verdeckt narzisstisch. Mhm. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre. Waren alle 4 Jahre jetzt im Nachhinein mit deiner... Alle. Alle schlecht? Alle. Es gab keinen positiven Moment? Nein. Auch nicht am Anfang? Die positiven Momente sind ja gespielt. Also das die Love-Bombing. Die positive sind ja Mittel zum Zweck. Gab es auch dieses Love-Bombing? Diese Illusion, ja natürlich. Diese Was Leute, hat er so gemacht? Diese Muster. Ja. Das ist... Narzissmus hat ein Drehbuch. Ihr müsst euch vorstellen, alle Fälle, die ich habe, die Geschichten, alle Phasen sind dasselbe. Die benutzen dasselbe Wording, die verhalten sich gleich, die sagen in der Love-Bombing-Phase dieselben Dinge, sie werten auf gleiche Art und Weise ab, je nachdem, ob es ein offener Narzisst ist, also ein grandioser. Ja, aber die sind doch nicht schon so ein Club, wo die das lernen. Das ist ein Verhaltensmuster, ja, wovon dieser. Wovon kommt das, dass sie alle gleich sind? Weil oder sind die wie so Down-Syndrom-Leute, die sind auch alle gleich. Ja, Down-Syndrom-Leute. Nein, das ist ein Verhaltensmuster, das sagt ja schon alles. Es ist ein Muster. Das Kann Einzige, einer mit Down-Syndrom was sich ändert. Narzisstisch sein? Das, aber der ist immer in der Love-Bombing-Phase, weil er immer grinst. Das ist ableistisch. Also. Das Drehbuch ist immer dasselbe. Ja. Immer. Das Einzige, was sich ändert, ist der Name der Frau oder auch des Mannes, die mir die Geschichten erzählen. Alle meine Akten sind
gleich. Also stehen immer dieselben Sätze. Dürfen nur Paare zu dir kommen, wo es Narzissmus gibt? Weil du spezialisierst dich jetzt darauf. Oder ist das einfach nur so etwas, worüber du gerne redest, weil du da die Erfahrung hast? Nein, also zu, sag ich mal, zu 60-70% kommen Frauen zu mir, die entweder noch in narzisstischen Beziehungen sind oder sich getrennt haben und nicht wissen, wie sie loskommen. Weil man ja so ein Stockholm-Syndrom entwickelt, das heißt in dem Trauma-Bonding sind. Aber ich habe schon auch Paare, die sich streiten, weil er die Geschirrspülmaschine nicht aufräumt oder den Joghurtdeckel immer extra aufmacht. Okay, was hältst du davon? Du persönlich? Ja, ich bin toxisch maskulin. Ich muss doch hier, weil du willst ja, dass alle so verweichlich sind. Ich frage mich so, als wenn du als Therapeut oder Therapeutin da sitzt. Und so ein stylischer Typ wie ich reinkommt. Und dann kommt so eine Frau oder ein Mann und erzählt dir, ja, es nervt mich voll, der lässt immer seinen nassen Bademantel auf. Und wo ich würde denken, hast du keine anderen Probleme? Ja, First World Problems. Da du ja gerne nee, die Frage ist ja, die Frage ist ja auch, was hindert ihn daran, das aufzuräumen? Das ist ein fauler Sack. Wenn die das Frau ist das meine dann, Bezeichnung. Genau, und wenn das so ist, dann kann sie den faulen Sack ja verlassen. Das würde ich ja als Therapeutin dann auch sagen. Echt? Das haben sie alles probiert. Ja, natürlich, eine Paartherapeutin ist doch nicht dazu da, um eine Beziehung Dinge zu retten. Nicht nur aber zu du hast gerade gesagt. Jetzt lass mich doch erstmal ausreden. Ich hab dich erwischt. Also, eine Paartherapeutin ist ja nicht dazu da, um Paare, die Probleme haben, auf Teufel komm raus zusammenzuhalten. Ich gebe Dinge, die könnt ihr anwenden oder nicht. Das aber es müssen beide mitmachen. Wenn einer nicht mitmacht und ich das Gefühl habe, wir haben das ganze Waffenarsenal ausgeschöpft oder es ist nur einseitig. Ja, glaubt ihr denn, dass ich den Leuten noch sage, dann probiert doch das nochmal drüber. Aber du gibst keine Ratschläge. Ich gebe Tools, natürlich geben wir Ratschläge. Natürlich gibst du. Aber du hast gesagt, du lenkst die nicht. Also du hörst ich, nein, ich entscheide nicht, ob sie zusammenbleiben oder nicht. Das müssen sie entscheiden, das ist ein Unterschied. Aber Ratschläge, natürlich gibst du Impulse, Ratschläge, okay. Wie auch immer du das nennen willst. Wenn jetzt ein Kritiker deiner Arbeit, ja. Der eventuell Nisa heißt, kommt. Toxisch maskulin. Ja, der toxisch maskulin und stolz darauf ist, kommt und sagt, guck mal, meine Frau war bei dir, die hat zu dir gesagt, die hat sich bei mir beschwert, die hat sich bei dir beschwert, dass ich meinen nassen Bademantel auf dem Boden liegen lasse. Was ich niemals tun würde, weil es dreckig ist. Aber sagen wir mal, ich wäre so einer. Kannst du mir folgen? Ja, also hat er jetzt den nassen Bademantel runtergelassen oder nicht? Ja, ich lasse den da. Und du rätst dieser Frau, ja verlass ihn, wenn dich das so stört. Ja, schon wieder so ein Beispiel. Ja, das hast du gerade selber genannt. Ja, aber du kannst jetzt kommen. Und ich komme dann zu dir und sag... Du machst gerade Gaslighting übrigens. Oh, diese Begriffe, die du immer nutzt. Du willst für alles hast du einen Begriff. Ne? Natürlich. Du hast auch einen Begriff, wenn ich so mit meinen Schuhen telefoniere. Gibt es auch so einen psychologischen Begriff? Ich bin auch die Expertin. So, und wenn ich dann zu dir komme, ey, guck mal, du hast einfach meine Ehe zerstört. Ja. Aber Nisa... Ja. Bei allem Respekt. Den bring mir Beispiele, ey, die was mit der Realität zu tun haben. Du hast das Beispiel jetzt doch. Warte mal. Ja. Kommt keine Frau zu mir nur wegen dem nassen Bademantel. B, kommt auch kein Mann danach zu mir und sagt, du hast meine Ehe zerstört. Ja, weil du. Wie kann eine Therapeutin so aggressiv werden? Du bringst Beispiele, wo ich mir denke, boah, was sollst du jetzt? Was sollst so du jetzt hitzig berätst du die Leute? Nee, nur dich. Guck mal, die Sache ist, wo der in der Klapse war, haben die ihn ja auch rausgelassen, bitte, weil er die anderen. Mir das nie vorher gesagt. Warte, der wurde entlassen, weil er die anderen noch kranker gemacht hat. Ey, wie kommt man auf solche Beispiele? Der ist nicht ganz sauber. Könnt ihr mir was anderes herstellen außer Wasser? Ja, kein Problem, was willst du haben? Willst du Whisky? Willst du Whisky on the rocks? Ich trinke keinen Alkohol. Nein. Sehr gut, ja, jetzt sind wir wieder auf einer Linie, ich und du. Weil ich keinen Alkohol trinke, was ich nicht kann kochen. Finde ich sehr gut, ja, kannst keinen Alkohol trinken, und kannst kochen. Ich frag dich auch immer, wenn ich dann ob ich aus der Küche so, das heißt, du bist ja nicht und ganz... Und ich mache aus deinem Bademantel auch, ich räume dir den hinterher. Nein, das... Das machst du selber, ja, okay. Klar, selbstverständlich. Also wir sind uns in vielen Punkten schon einig. Ja, du bist nicht ganz verloren. Du bist nicht ganz diese... Bei Nisa ist es so... Feministin. Für ihn, du musst ihn verstehen. Erstmal bist du alleine hier. Der versteht das nicht. Der muss erstmal ein bisschen damit klarkommen. Dass ich alleine hier bin? Ja. Warum hätte ich meinen Bodyguard mitnehmen sollen oder was? Weil er sagt, eine Frau kann nicht alleine Auto fahren und so eine weite Strecke und sowas. Ach so, okay. Ja, so. Schön, will euch schützen. Ja, und dann, dass du überhaupt außerhalb der Küche bist, verwirrt ihn. Das ist verwirrt ihn. Das ist wie wenn ich so ein Hai in der Wüste sehe. Ist ja nicht in seinem natürlichen Umfeld. So, dann. Theo, das ist so ein Hai in der Wüste so.
dass du überhaupt reden kannst, das wundert ihn. Wundert ihn, dass du noch Widersprüche gibst, das ja, macht ihn aber ganz kirre. Aber das fasziniert ihn auch. Ja, es fasziniert ihn. Er weiß nicht, was er von mir halten soll. Genau. Er weiß nicht, ob er mich mögen oder hassen genau, soll. Genau, das stimmt. Ja. Sie ist halt eine Therapeutin. Ey, krass. Weißt du, der hat ja wirklich so 10 Geschwister, ne? Davon glaube ich auch. Sind ja 8 oder so auch Frauen. In der Klapse. Nein. Weißt du, wenn der da in der Mitte sitzt, ich war ja öfters bei dir zu Hause, der sein Kampf ist nichts, was er gerade hier macht, wenn seine 7 Schwestern auf den Zug, auf den also ich einen, muss sehr schlagfertig sein. Im Endeffekt gehe ich als Sieger raus. Nein, gehst du nicht. Oh, wie oft. Und jetzt am Ende des Podcasts sagst du mir noch, er ist eigentlich ein Frauenversteher. Ich bin ein Frauenversteher. Ja, ist der. Guck mal. Ich habe gewisse Regeln und gewisse Bilder. Wer hat das immer so gemacht? Guck mal, Christina. Also beide. Ja. Christina. Erste Sache musst du wissen. Ja. Bei Nisa. Er will immer provozieren und er will anecken. Weil er will, dass... Er ist ja provokativ. Weil er will, dass intelligente Menschen ihnen verstehen, dass sein Humor so ist. Und Leute, die sagen, boah, was für ein Arschloch, der ist voll der Frauenhasser, die will er erst recht nicht haben. Statt einfach gar nichts zu sagen, dass wir ein bisschen mehr Geld verdienen und einfach mehr Leute den Podcast gucken, ist das eine gute Regelung, um auszusortieren. Okay. Verstehst du? Ja, super. Ich habe es nach 6 Jahren erkannt. Weil ich brauche hier immer ein bisschen länger. Du bist länger. Auch im Trauma-Bonding. Ja, ja. Und übrigens, was bei narzisstisch-toxischen Beziehungen auch ist, ist Stockholm-Syndrom. Ja. Ja, das aber ich liebe ihn ja wirklich. Ja. Das kannst du mir nicht absprechen. Nee, ihr seid abhängig voneinander. Ja, ihr seid süchtig nacheinander. Ja, das ist doch schön. Nee, Sucht ist keine Liebe. Abhängigkeit heißt nicht Liebe. Okay, wann ist Liebe Liebe? Ja. Das kann man ja auch nicht definieren. Aber du tust ja so, als ob du das definieren kannst. Ja, weil du hast immer das richtige Wording. Genau. Das Wording und so. Mit deinen 1,5 Jahren Ausbildung. Was ist mit deinen 1,5 Jahren Ausbildung? Sogar um eine Wand zu streichen, wo ich ja, die macht 1,5 Jahre Ausbildung und will Pärchen therapieren. Wo sind die gelandet? Du Schande, ey. Brauchen wir einen Notarzt für Scheiern? Sauerstoffzelt? Ich hoffe, die Jungs sind in erster Hilfe ausgebildet. Ja. Oh Mann. Atmet er noch? Der atmet sich. Oh, der hat das Atemus. Oh mein Gott. Der hat das Atemus. Ach Gott. Boah. Cheyenne, alles gut? Ja, mein Vater hat gesagt halt schon. Alter, das ist zu krass. Okay, der hat mich gekillt. So. Was ist Liebe? Das muss jeder für sich entscheiden. Ja, was denn noch? Was denn? Müssen wir noch alles machen? Ich komme jetzt mal mit so einem Pauschalantrag. Das ist eine richtige Arbeit, diese Ehe und Beziehung. Ja, da sind wir uns einig. Ja, warum geben wir uns das? Weil wir es brauchen. Wir sind voneinander abhängig. Warum muss es aber so? Warum kann es nicht einfach sein? Es ist einfach. Sag mir, was du, wie ich dich glücklich mache. Gib mir eine Anleitung. Super. Ich sage dir, was mich glücklich macht. Lass darüber offen reden und lass wegstreichen. Fertig. Wonderful. Genau so funktioniert. Ist es toxisch, wenn eine Frau sagt, nein, ich will aber, dass du von selber auf so Sachen kommst? Boah. Weil ich bin ja ein Typ, ich würde einer Frau sagen, jetzt ernsthaft, ey, bitte, wenn du einmal in die Woche in den Zoo willst und wenn du 2-mal im Jahr Skifahren willst, ich werde das nicht von alleine sagen. Sag es mir. Ja, Moment. Wir müssen hier ein bisschen differenzieren und nicht so pauschal drauf antworten. Also, ich mag Christina richtig. Die Frage ist, was will sie von dir, dass du von alleine siehst? Wenn sie Bedürfnisse hat. Genau. Beim Sex zum Beispiel. Oh Gott. Oh, ey, das ist kein Thema. Oder das kannst du nicht öffentlich sagen. Ja, wir haben Familie, HS, guck mein Vater. Also. Ja, das ist nicht schlimm. Also HS ist nicht so schlimm. Okay, alles klar. Also, wenn sag es anders, sag haben, Storch kommt. Okay, aber muss man seine Bedürfnisse in allen Sachen äußern? Aber natürlich, klar, der andere kann ja nicht den machen und sagen, ja, warte mal, auch bei diesem... Aber jetzt warte, ey, Leute, lasst mich ausreden. Ihr könnt mir nicht 10 Fragen auf einmal stellen und dann wissen, dass ich ein Konzept habe und mir dann unterstellen, dass ich keins habe, nur weil ihr keine Strukturen in euren Gesprächen habt. So, also, wie aggressiv die ist. Die sagt einfach Sex. Ja, ja. Wir waren verwirrt. Ja, ich weiß gar nicht, was das ist. Na, also pass auf, ey. Das ist ein Unterschied. Also ist es wichtig, dass
alle, beide Parteien, ihre Bedürfnisse zum Ausdrücken. Das, was ihr mit der Anleitung gesagt habt, das ist richtig, das unterstütze ich. Sag mir, was du brauchst, um glücklich zu sein. Ja. Du sagst mir, wir können schauen, wenn ich vielleicht was nicht erfüllen kann, dann schauen wir, wie wir es machen. Genau. Halleluja. Ja, aber jetzt lass mich zu dem anderen. Ja, ich wusste, dass du reinscheißen wirst. Also pass auf. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was die andere Frage war. Die Frage ist, das musst du von selber wissen. Es gibt Dinge, das ist anstrengend für eine Frau, wenn sie immer wieder dasselbe sagen muss. Zum Beispiel, was ich immer wieder erlebe, ist, keine Ahnung, dass Männer sagen, sich hinter dieser Ausrede tatsächlich verstecken, wenn es um darum geht, wie teile ich zum Beispiel, keine Ahnung, das, was im Haus gemacht werden muss, ein. Ja? Also, 90, wenn. 10. Genau, es ist super auf Augenhöhe. Ich würde sagen 95,5. Warte. Ja. Ich zeig drauf, du musst mich doch nicht dran nehmen. Ja. Das ist wie bei den Lehrern damals. Ja, okay, sorry. Also, wenn der eine Part ständig sagen muss, wann wird der Müll rausgebracht? Oder wenn der Partner nicht erkennt oder die Partnerin, dass das und das im Haushalt fehlt. Also so eigenständig Verantwortung übernehmen für das gemeinsame Leben. Und da die Frau sagt, ich will aber nicht gefragt werden oder ich will nicht, dass du mir sagst, ja, sag mir doch einfach, was die Kinder brauchen. Ey, es sind auch deine Kinder. Du musst wissen, wann sie ins Bett gehen, wann sie zu Abend essen, was wir im Kühlschrank haben. Da möchte ich, dass wir differenzieren. Wenn wir Bedürfnisse haben, dann müssen wir die kommunizieren. Wenn ein Partner aufmerksam ist, dann kann es sein, dass natürlich ein aufmerksamer Partner eher merkt, wie man dem anderen eine Freude machen kann. Ja, aber es ist grundsätzlich gut, wenn man sich über alles, Finanzen, Werte, Zukunftsvorstellungen, sexuelle Vorlieben, egal wie schlimm die sind, alles, was schlimm ist, was nicht schlimm ist, das mag. Entscheidet die Anzeige. Ja. Okay, also da. Ja. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Das ist wichtig. Wir müssen über alles reden. Wir können nicht von dem anderen erwarten, dass er es weiß. Wenn es nicht, wie um diese Beispiele, die ich euch gerade genannt habe, dass Frauen dann sagen, ja, ich will nicht, dass du mich fragst. Das musst du wissen. Es gibt Dinge, die muss der Partner wissen. Jetzt darfst du reden. Danke. Die Beispiele, die du genannt hast mit, ja, du musst auch wissen, wann die Kinder ins Bett gehen, wann das, du musst ja sehen, dass der Müll voll ist, dann bring den selber raus. Genau. So. Das sehe ich persönlich als selbstverständlich, also dass man das macht. Aber so Sachen meine ich nicht. Ich rede von Hobbys oder Aktivitäten. Was die Frau glücklich macht. Genau. Nicht spazieren von, nicht gehen. Von, weil dass du den Müll rausbringst, wenn der überfüllt ist, dass die das nicht immer sagen will, das verstehe ich, dass es anstrengend ist. Aber was, wenn du sagst, hör mal zu, ich bin eine Emotion, ich bin wie Robocop, ich bin einfach Metall hier drin und in meiner Seele. Ich werde nicht zu dir kommen und sagen, ey, lass mal klettern gehen, einmal im Monat, sag du mir. Oder ein romantisches Wochenende. Ja, aber das ist so ein bisschen, ja, aber das ist sich, weißt du, Nisa, das ist sich aus der Verantwortung ziehen. Ja, und dann bist du nicht so. Und dann soll die Frau auch noch für die ganze Freizeitaktivität, weil du nicht so bist. Ja, wenn du nicht so bist, dann versuch aktiv zu werden, wenn du diese Beziehung haben willst. Weil es Arbeit ist. Ja, und deshalb, weil es Arbeit ist. Weil man was für seinen Partner tun sollte. Genau, ja. Auch wenn einem die Sachen nicht gefallen. Ja, genau. Aha! Da hätte ich aber eine Lösung für beide. Dann soll sie doch einfach nichts verlangen. Ja, das finde ich auch am besten. Spaß. Guck mal, es ist Arbeit, Kommunikation ist A und O. Bei mir ist ein bisschen das Problem, sage ich ganz ehrlich, Kommunikation, ich bin sehr offen für sowas. Immer kommunikativ. Allerdings, ich weiß nicht, wie ich es verpacke. Ich sage immer so, dass es verletzend rüberkommt. Das muss ich noch lernen. Das fällt mir sehr schwer. Weil ich musste lernen, sehr früh, dass ich immer meine Meinung sage über jedes Thema. Sagen, was mich stört. So, dann kamen noch ein paar Sachen dazu, als ich den kennengelernt habe. Der hat dann so ein bisschen den DD bei mir rausgeholt. Ja. So, und dann ist es so ein bisschen extrem. Dann musste ich nochmal hier so eine Balance finden. Ne? Aber ich kann es nicht gut verpacken. Jetzt könnte man mir vorwerfen, ja gut, dass du das mir alles immer sagst, was du denkst. Aber es passt mir nicht, wie du es mir sagst. Da denkt man sich dann auch wieder als Mensch, ja, guck mal, sei doch froh, dass du das erste erstmal bekommst. Unterstütz mich doch erstmal beim zweiten. Verstehst du? Dass ich überhaupt was sage, um das kommunikativ weiterzubringen. Und da ist es eben auch ein Zusammenspiel, wie teile ich dir mit, dass die Art, wie du es gerade gesagt hast, mich verletzt. Ja. Es ist ein Unterschied, wenn ich dir sage, ey, ja, alles schön und gut, dass du mir gesagt hast, aber dein Ton geht gar nicht. Mhm. Und das ist was anderes, wenn ich dir sage, Cheyenne, danke, dass du so offen mit mir darüber gesprochen hast. Schatz, können wir uns vielleicht noch irgendwie darauf einigen, die Art, wie du sagst,
lässt mich unwohl fühlen. Boah, wenn die, boah, die oder der das so sagen würde, ne? Ich würde alles machen. Das ist doch schön. Ja, so manipuliere ich ihn doch immer. Ja, das stimmt. Mit Love. Und dann fasst er mich an. Ne? Dann fasse ich ihn an. Ja, und dann machst du Gaslighting. Ja, genau. Gaslighting. Und dann hooverst du ihn wieder. Ja, oh Gott. Und dann oh. gibst du Silent Treatment. Ja. Geil. Wie viel haben wir? Da, keine Ahnung. Weil Nisa hat, Nisa hat gleich ein Interview. Wann? Schon da, 17 Uhr. Ah, schade. Aber das Gespräch ist geil. Ja, warte mal, ich will das Thema, ich will nur nicht spenden. Ach so, okay. Aber ich will was ganz, ganz Wichtiges anmerken. Ja. Wir sind ein Comedy-Podcast. Für Leute, die uns nicht kennen, die vielleicht zu dir zuschauen und sagen, was sind das für zwei Spinner, ne? Wir haben das Herz auf dem richtigen Fleck. Das würde ich so über mich nicht sagen. Wir. Ich über ihn auch nicht. So. Man muss ja erkennen, was man hat, so, ne? Aber man muss auch seine negativen Aspekte kennen, auch seine positive. Du kannst ja nicht sagen, ich bin ein Mann oder eine Frau, ich kann über meine negativen Eigenschaften sprechen, aber positiv, dann bin ich ein eingebildeter Typ, das ist ja Quatsch. Ich selbst reflektiere neutral über mich, so, ne? Deswegen, wir lachen viel, wir machen viel Scheiß. Allerdings ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir auch über die Ernsthaftigkeit dieses Thema sprechen, dass wir zwei, drei Beispiele von dir hören und was man auch dagegen machen kann. Und Frauen, die uns zuhören, ich weiß das, dass sie uns zuhören, die in solchen Ehen leben, in solchen Beziehungen, dass sie vielleicht daraus was mitnehmen können oder sich bei dir melden können, dass wir einfach auch darüber sprechen. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ob wir das jetzt machen in 10 Minuten, ist egal, aber dass wir einmal darüber geredet haben. Okay. Dass wir eine gute Message am Ende mitbringen. Oder hast du was dagegen? Nein. Darf ich jetzt meine Pauschalaussagen? Ja, kannst du machen. Also, dass die Gewalt, die in diesen Beziehungen vorherrscht, sprengt die Vorstellungskraft derer, die nie damit involviert waren. Frauen, die zu mir kommen, auch Männer, aber tatsächlich habe ich einfach mehr Frauen, leiden an Depressionen. Also alles, man kann es zusammenfassen unter posttraumatischer Belastungsstörung oder komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Die sind zerstört, körperlich wie seelisch. Die haben in vielen Fällen jegliche Form von Gewalt in dieser Beziehung erfahren. Sexualisierte, psychische, körperliche, finanzielle und auch soziale Gewalt. Viele wissen gar nicht, was fällt unter soziale Gewalt. Oder wo fängt Gewalt an? Also körperliche Gewalt ist zum Beispiel nicht nur das Schlagen, das man kennt, ne, treten, schubsen, den anderen anfassen, sondern körperliche Gewalt ist auch, wenn wir streiten und du Dinge in der Wohnung zerstörst. Kaputt machst, ja. Körperliche Gewalt ist zum Beispiel auch, und das zieht sich auch so ein bisschen wie so ein roter Faden in meinen Akten, wenn du mit einem narzisstischen Menschen Auto fährst und der und ihr streitet oder so, ja, und er aufs Gas drückt und du Angst hast und er aber nicht abbiegt oder nicht stehen bleibt, sondern du darum betteln musst, dass er bitte langsamer fahren soll und er fährt extra noch risikoreicher, dann ist das körperliche Gewalt. Also jedes Mal, wir sprechen immer von körperlicher Gewalt, wenn deine physische Präsenz in irgendeiner Art und Weise bedroht ist, auch wenn es nicht direkt zu einem Schlag oder Tritt kommt. Das ist körperliche Gewalt. Das bedeutet, wenn ein Mann auch körperliche Gewalt androht, zum Beispiel er streitet sich mit einer Frau und sagt, ey, du nervst mich voll und so, dass sie immer wieder zusammenzuckt, weil es so wirkt, das fällt auch unter körperliche Gewalt oder ist das psychische Gewalt oder beides? Das ist beides. Manchmal sind die so overlapping. Okay. Die gehen so ineinander über. Überschneiden. Genau, sehr gut. Psychische Gewalt ist anschreien, kritisieren, demütigen vor anderen, beschimpfen, beleidigen. Und psychische Gewalt ist auch anschweigen als Mittel zur Bestrafung. Wir reden hier nicht von, dass sich das Paar streitet, gut, ist mal 2 Tage ein bisschen Funkstille. Okay. Ne, man redet nicht so viel, sondern wirklich schweigen als Bestrafung. Das hat auch in unserem, also Schweigen, das Ignorieren, das Abweisen, hat in unserem Gehirn genau dieselbe Wirkung. Also es werden genau dieselben Areale im Gehirn getriggert wie bei körperlicher Gewalt. Also seelischer Schmerz. Das heißt, das Gehirn kann es nicht unterscheiden? Nein. Mm-mm. Nein. Okay, interessant. Also, das ist die psychische Gewalt. Ja. Soziale Gewalt. Handyverbot. Keine Social Media. Freundeskreis, Familie. Freundeskreis, Familie. Ne? Es fängt immer so an mit ein bisschen, erst ist alles gut und dann werden Familie so ein bisschen und Freunde ein bisschen schlecht gemacht. Das passiert alles sehr subtil. Und deshalb ist das eben auch so schwer greifbar, weil das sehr subtil und sehr perfide ist. Es ist oft nicht wirklich offensichtlich. Ne? Also es gibt schon auch narzisstische Menschen, die sagen, oh, deine Freundin ist scheiße, trifft dich nicht mehr mit ihr.
Es gibt aber auch so, na, bist du sicher, dass die Freundin so gut für dich ist? Schau mal, wie die mal angezogen ist und so mit ihren vielen Männern, bla bla bla. Das ist soziale Gewalt. Ich habe eine Frage, die eventuell wichtig ist. Was, wenn ein Freund wirklich denkt, dass diese Frau schlecht für seinen Kollegen ist? Also er weiß es und es ist auch die Wahrheit. Wie soll er ihm das sagen, dass er nicht dann in... Dass dieses man nicht Rad verfällt. Genau, dass man ihn dann frag nicht behaupten... Frag ihn, wie er sich fühlt. Wie meinst du? Also der den Ratschlag gibt, soll er seinen Freund fragen? Also wenn ich das richtig verstanden habe, du hast einen Freund, wo du weißt, dass die Frau ihm nicht gut tut. Genau, und dass die schlecht genau. ist. Und du möchtest aber was sagen als Freund. Genau. Wie macht man das, dass man dann nicht so... Dass man mir nicht vorwerfen kann, ja, guck mal, das ist soziale Gewalt, die du ausübst. Also dann musst du ihn... drauf ansprechen und sagen, wie fühlst du dich denn in der Situation? Ist es okay für dich? Ich habe so den Eindruck, es gibt da was dich unglücklich macht. Okay, und wenn er so blind vor Liebe ist, das gibt's jetzt, kennen wir. Gibt's auch, dann kannst du es wieder ansprechen. Ich bin auch immer dafür, also wenn es wirkliche Freunde sind, dann, was heißt das irgendwie, ich habe Angst, dass er mir oder das vorwirft. Wenn es mein Freund ist, dann sage ich es Ende, dann nenne ich das Kind beim Namen. Was soll ich hier Lavendelräucherstäbchen hinten reinstecken und meinen Namen tanzen? Das ist schon mal eine gute Analogie, die gefällt mir. Was ist, wenn ich weiß, das wird meinen Freund verletzen und er wird eh nicht auf mich hören? Das kannst du aber trotzdem nicht sagen. Ja? Ja, natürlich. Okay. Das hat was mit Zivilcourage zu tun, Leute. Wir sollten immer eingreifen, wenn wir sehen, dass andere Menschen schlecht behandelt werden. Aha. Egal was. Egal was. Wir reden heute Abend. Egal was. Ja, das ist. Nee, die hat ja nicht immer recht. Das ist zu 99,9%. Das ist das, wovon ich gesprochen habe vorhin. Ja. Dann tust du etwas an der Ursache, nicht nur am Symptom. Okay. Ne? Ich glaube, du würdest genau dasselbe erwarten von deinen Freunden. Wenn sie merken, dass es dir schlecht geht und sie sehen, du strugglest mit einer Entscheidung, du kannst sie nicht treffen. Willst du nicht, dass einer deiner Freunde sagt, der kommt sehr alt? Will ich, aber wenn mein Freund zu mir sagen, wenn ich irgendwann sagen würde, ey, wieso hast du mir das nicht gesagt, ich musste selber auf die Fresse fliegen. Und er mir dann sagt, guck mal, du weißt selber, wie du warst in dieser Phase. Du hättest doch eh nicht zugehört und wir hätten uns gestritten. Das ist eine Ausrede. Dann würde ich das aber verstehen. Dann ich sagen, ja, nein. Ist aber ein bisschen eine Ausrede, finde ich. Also ich ja, als Christina, nicht als Therapeutin, ich als Christina finde das eine Ausrede. Ja, aber du findest ja auch, dass Mann und Frau gleich sind. Ja, sind wir auch. Ja. Finanzielle Gewalt. Ja. Finanzielle Gewalt ist wenn man jemanden mit Münzen Arbeit. Das wäre schön. Ja. Arbeit. Boykottieren, schlecht machen. Das Bedrängen eines gemeinsamen Businesses zum Beispiel. Was heißt boykottieren, schlecht machen, Arbeit boykottieren, schlecht machen? Was meinst du damit? Also ich meine damit, wenn sie zum Beispiel als Floristin, keine Ahnung, Schauspielerin ist und du sagst, okay, willst du das wirklich machen? Ah, okay. Und generell so diese subtile Form, dass man versucht, den anderen von der Arbeit abzuhalten. Ich habe es ganz oft, dass die narzisstischen Partner versuchen, den anderen Part in gemeinsame Geschäfte einzuwickeln und die sollen gemeinsam in Projekte investieren. Das ist alles finanzielle Gewalt. Das Vorenthalten von Informationen bei Ehen, in Ehen zum Beispiel, ne? Dass einer sagt, ich übernehme die Finanzen und der andere bekommt immer nur fadenscheinige Informationen, ist finanzielle Gewalt. Jemanden anderen natürlich Geld vorenthalten, ist finanzielle Gewalt. Was ist, wenn man jemanden schützen will? Weil man Geldprobleme hat und sagt, ey, ich will nicht, dass die Frau auch leidet wie ich. Weil das meine Aufgabe als Mann ist, die Frau zu versorgen. Unangebracht. Wie unangebracht? Das ist doch eine gute Eigenschaft. Ja, finde ich auch. Nee, du schützt nicht, du enthältst etwas vor und das heißt, impliziert ja auch, dass du alleine dafür verantwortlich bist. Aber du bist ja nicht alleine dafür verantwortlich. Doch, wenn du der Versorger bist. Nein, du bist nicht alleine dafür verantwortlich. Selbst wenn du der Part bist, der das Geld nimmt, weil sie vielleicht in Elternzeit ist. Genau. Es ist eure beider Sache, darüber zu sprechen. Warum denkst du, dass es dir damit besser geht, mit dieser Bürde und mit diesem Problem dir nächtelang wach zu bleiben, weil ich meine Frau nicht belasten will? Ja, aber deine Frau ist ein Teil, ihr seid ein Team. Aber ich will, dass sie glücklich ist. Ja. Ja, aber glaubst du denn, die Frau merkt irgendwann nicht, dass irgendwas nicht in Ordnung ist? Warum willst du etwas in dich reinfressen? Weil ich glaube, da steckt was ganz anderes dahinter. Dahinter steckt nicht, dass ihr die Frau schützen wollt. Doch. Also entweder ihr traut es ihr nicht zu, ich unterstelle es euch jetzt trotzdem. Ja. Und ihr denkt, ihr könnt alleine mit diesem Problem besser umgehen, weil es euch so anerzogen worden ist, weil ihr das gelernt bekommen habt. Genau. Ja, das ist doch Bullshit, Leute. Aber wie sehen ihr, wenn das funktioniert? Wenn du in einer Partnerschaft nicht auch genau dieses Merkmal aufgibst und sagst und dich fallen lässt als Mann und sagst, es wird mir zu viel. Ich bin zwar der Versorger, ich würde es gerne alleine lösen, aber weißt du, zu zweit kommt man immer weiter als alleine. Ja, aber ich finde, da muss ich reingrätschen,
das ist jetzt auch wieder pauschalisiert, dass du einfach deine negativen Erfahrungen und deine Geschichten nimmst und sagst, kein Mann kann eine gute Absicht dahinter haben. Das ist ja Quatsch. Ich sage nicht, dass die... Moment, nicht die Absicht. Ja nicht doch, wenn man es nicht vorenthält. Sondern die Motivation dahinter, hast du gesagt, Du willst sie schützen. Und ich glaube, es resultiert aus etwas anderem. Ihr habt ja auch zwischendurch, glaube ich, zugestimmt. Ja, aber wenn... Also ich verstehe überhaupt nicht, warum, wenn man das Problem zu zweit lösen kann, warum man es unbedingt alleine lösen will. Warum? Es geht nicht um alleine lösen. Ich glaube, es geht einfach in dem Moment... Es geht um alleine lösen, weil man sich in dem Moment denkt, ey, guck mal, das ist... Ich habe die Verantwortung, ne? Das ist meine Familie, ich will meine Frau nicht belasten, die hat genug Probleme, ich kläre das schon. Genau. So. Das ist ein bisschen überheblich, finde ich. Boah, du kannst ja nichts sagen, das ist ja alles negativ. Nein, es ist nicht negativ. Ich spreche jetzt von mir. Es ist gar keine therapeutische Erfahrung, sondern ich finde den Sinn von Beziehung, finde ich, jeder ist gemeinsam verantwortlich. Okay, weißt du, was das heißt? Du musst gar nicht mehr für die Frau mitdenken. Alles, was du Probleme hast, sag auch ihr direkt, hör mal zu, ich habe jetzt 200.000 Euro Schulden, musst du mitnehmen, bist du verheiratet, Pech gehabt. Ja. Dann bist du ein guter Mann. Ist das so deine Meinung? Ja. Aber zu sagen... Ein guter Mann wäre... Gar nicht sicher erst für Schulden. Schatz, wir haben da ein Problem, hol die Flasche Wein, lass uns drüber sprechen, wie wollen wir es lösen? Ja, aber was, wenn die Frau es in dem Moment nicht mit dir lösen kann? Ja. Dann kann sie auch sagen, okay, ich bin zu wenig im Bilde darüber oder es belastet mich zu sehr, können wir irgendwie eine andere Möglichkeit finden? Hast du jemanden, den du vielleicht aufsuchen kannst, der dich coachen kann, dann Beratung, keine Ahnung, whatsoever. Das heißt, wenn du sie ansprichst, die Frau, und ihr sagst, ich hab keinen Bock, sie sagt zu dir, guck mal, das belastet mich so viel, warum sagst du mir das? Ich habe 4 Kinder, wie soll ich jetzt mit dem Gewissen leben und die Kinder ernähren, wenn du sagst, wir haben finanzielle Probleme? Ja, sie kann Ihr macht Kopfkino. Warte, dann sagt sie zu dir, was, bitte regel das Welt? Doch alleine. Ja. Dann ist es okay, dass du es alleine machst. Hier. Nein. Nein, es ist nicht okay, aber warum willst du dir von vornherein die Chance verbauen, etwas schneller gemeinsam zu lösen? Weil ein Mann ein Beschützer der Frau ist. Vor was muss er uns denn beschützen? Vor Säbelzahntigern oder was? Vor den Sachen, die du eben gesagt hast, weil die so schwer durchs Leben läuft. Vor welchen Sachen? Dass du mit deinen Freundinnen reden musst, was sie anziehen müssen, dass sie sexuelle... Also sagst du musst uns vor anderen Männern beschützen? Nein, ich finde... Von der Gesellschaft. Ich finde, ein Mann... Von Männern. Wir müssen uns gegenseitig... Nicht generell. Ein Mann ist ein... Ein Beschützer. Ja, ja, was... Also sag mir doch mal, was willst du denn vor... Was willst du denn die Frau beschützen? Zum Beispiel vor anderen Männern. Vor OnlyFans. Ja, vor anderen Männern, vor OnlyFans. Oder in dieser Sache, worüber wir jetzt reden, vor nächtelangen Kopfzerbrechen, weil sie sagt, ey, mein armer Mann, der hat Probleme... So, sie kommt nicht mehr klar, sie kann nicht mehr... Sie hat Ängste, sie kriegt Existenzängste, wenn du das ja selber klären kannst, weil du einfach ein Motherfucker bist. Weil du dir sagst, ey, ich bin ein Mann, ich kläre das schon. Und dann, wenn du es klärst... Aber was, wenn deine Frau besser in Finanzen ist als du? Ja, dann soll die das machen. Ja, natürlich, wenn meine Frau jetzt so ein Finanzexperte ist. Und da haben wir doch schon die Lösung des Problems. Es gehört heirate dazu, eine Finanzexpertin. Die dann nach Therapeutenausbildung macht. Nein, da ist doch schon die Lösung. Das gehört dazu, bevor man sich auf ewig bindet. Mhm. Na, ob diese Sachen passen, ob diese Sachen, was willst du übernehmen, was übernehme ich, was machst du gerne, gibt es irgendwas, was du total gerne machst, ich bin da draußen. Diese Probleme würden nicht entstehen. Du müsstest dir als Mann keine Gedanken darüber machen, kann ich das alleine tragen oder nicht. Wenn du von vornherein auf Augenhöhe, offen, emotional, reif kommunizierst. Ne, wir haben alle so eine romantische Vorstellung von Liebe und Beziehung durch Hollywood und durch Märchen und was weiß ich. Das stimmt. Und das ist einfach völlig fernab der Realität. Ja. So funktioniert Liebe nicht. Das stimmt, nicht. Da bin ich 100% mit dir. 100%. Es ist leider ein bisschen unromantischer, aber man kann sich's romantisch machen, wenn man nicht gaslightet. Jetzt sind wir wieder abgeschweift. Ja, was wollt ihr noch wissen? Ja, wir wollten wissen. Wir reden hier jetzt schon seit 2,5-3 Stunden. Ja, du bist eine Therapeutin. Wir wollten noch wissen, für die Zuschauer, Zuhörer. Ach genau, stimmt. Wir haben finanzielle Gewalt. Finanzielle Gewalt, soziale Gewalt, sexualisierte Gewalt. Sexualisierte Gewalt ist nicht nur in Anführungszeichen, Frau geht alleine irgendwo hin, wird hinterm Busch gezogen. Sexualisierte Gewalt und auch Vergewaltigung ist tatsächlich, wenn eine Frau in einer Partnerschaft auch dazu überredet wird,
mit dem Mann zu schlafen und die Angst hat, es nicht zu tun, weil es sonst vielleicht Konsequenzen gibt. Dass er beleidigt ist, dass er sie tagelang anschweigt, wenn sie ihm nicht das gibt, was er gerade braucht. Also jedes Mal, wenn ich jemanden dazu überreden, aka manipulieren möchte, mit mir intim zu werden, ist es sexualisierte Gewalt. Wenn du handelst nicht, weil du es willst oder weil du es fühlst und spürst, sondern weil du befürchtest, eine Konsequenz zu erwarten, wenn du es nicht tust. Was, das ist sexualisierte Gewalt auch. Laut deinem Mantra, was soll ein Mann machen, der eine Frau hat, die nicht mit ihm intim wird einfach? Die macht es einfach nur alle 2 Monate. Was wäre der richtige Weg? Damit was ihr fehlt. Wenn da nichts reinkommt, geht unten auch nichts auf. Das ist... That's it. Also denkst du, es ist ganz wie von Michael? Simpel. Es ist einfach simpel. Frag deine Frau, was ihr fehlt in der Beziehung. Wenn wir jetzt mal eine medizinische vielleicht Diagnose, ne, dass sie irgendwie was hat, was Schmerzen bereitet, wenn wir das alles mal ausschließen. Ja, das ist ja was anderes, ja. Wenn die Frau 2 Monate nicht mit dir schlafen will, dann solltest du fragen, was mache ich falsch? Warum will sie nicht? Du musst dahinter kommen, warum sie das nicht tut. Es gibt einen Grund. Ja, sehr gut gesagt. Ich glaube, dass das stimmt. Das glaubst du? Soll ich Statistik bringen? Nein, kannst du nicht. Oder Buch empfehlen? So, okay. Wir sind jetzt alle Gewalte durchgegangen, ne? Mhm, Gewaltakte. Ja. Gewaltakte. Genau. Was kann man im Notfall tun? Was kann man für die Zukunft tun? Zuschauer für ihre Freundin irgendwie jetzt durch die Folge hören, ey, meine Freundin, meine Schwester, vielleicht in so einer Nacht. Genau, was macht man da? Mhm. Also auf alle Fälle natürlich ansprechen. Ich würde dir alles, was über Narzissmus, toxische Beziehungen gibt, zum Lesen irgendwie schicken. Ich würde alles versuchen, ne? Als Freundin. Das Problem ist nur, dass man es als Außenstehender A unterschätzt, die Auswirkungen der Gewalt, und man unterschätzt das Traumabonding. Traumabonding ist eine Bezeichnung, die ausdrückt, warum Menschen sich an so einen Menschen binden und warum diese Suchtverhältnisse entstehen. Und wenn man das Gehirn vergleichen würde, es ist tatsächlich wie mit einer Drogensucht. Also wie diese Frauen sind Heroin-Junkies. Es ist eine Abhängigkeit, man kann nicht einfach gehen. Ja, dann geh doch einfach. Aber dazu gehören 2, möchte ich übrigens auch kurz was sagen. Es ist ein Mythos, dass zu einer Beziehung 2 gehören. Zu einer guten Beziehung gehören 2. Um eine Beziehung zu zerstören, reicht einer. Das nur by the way Info. Dieses Suchtverhalten, das unterschätzt man, ne? Weil man als Außenstehender sagt, ja, lass das doch nicht mit dir machen und. Aber man versteht nicht, in welchem Stadium diese Frauen oder auch Männer sind, dass sie davon nicht loskommen. Es muss ein Umfeld erschaffen werden, und vor allen Dingen, das Schlimme ist, Frauen können erst dann gehen, wenn sie tatsächlich fast schon emotional zerstört sind. Ja, und symbolisch gemeint, ne, dass sie schon tot sind. Also wenn der letzte Überlebensinstinkt, der noch da ist, aufpoppt, entweder um ihretwillen oder vielleicht auch, wenn Kinder da sind, dass irgendetwas ganz Gravierendes, Traumatisches passiert, dass so ein Wachrüttelerlebnis ist. Aber es ist unheimlich schwierig, als Außenstehender da einzugreifen. Also diese Schmerzgrenze. Wisst ihr, wir können sehr lange leiden. Wir Menschen sind dazu auch gemacht, lang Leid zu ertragen. Ja, Leid verändert noch nicht. Es muss ein Moment des Schmerzes kommen, damit Schmerz verändert. Leid nicht. Und das ist das Problematische, dass du als Außenstehender relativ wenig Möglichkeiten hast, den Menschen da rauszuziehen. Ne? Also wie einfach ist es, einen Heroinabhängigen von seiner Sucht zu befreien? Das geht nicht ambulant, das musst du stationär machen. Du musst also diese Menschen aus diesem toxischen Umfeld oder aus dieser Partnerschaft rausnehmen, 3 Monate No Contact, damit sich das Gehirn wieder ein bisschen erholen kann, weil das Gehirn nachweislich geschädigt wird durch diese Art von Missbrauch. Was deine Entscheidungsfähigkeiten zum Beispiel, dein Beurteilungsvermögen ne, beeinflusst. Also wenn ihr hört, dass jemand nicht geht und so ein On-Off, dann sprecht darüber. Sprecht darüber, macht Aufklärung. Sprecht das einmal einfach immer wieder drauf an, in der Hoffnung, dass es was bewirkt. Das ist aber leider keine Garantie. Und eine Red Flag. Wenn es in der Anfangsphase zu dieser Intuition kommt, die du vorhin angesprochen hast, bitte drauf hören. Wenn es sich anfühlt
wie es ist zu schön, um wahr zu sein, Ladies and Gents, dann ist es meistens auch nicht wahr. Also das ist ein ganzer Indikator dafür, dass es gefährlich ist. Genau. Oder wenn es auch, wenn man eine negative Sache bemerkt direkt und sagt, der ist, dann ist es eher nicht nur zu schön, um wahr zu sein, sondern man muss direkt darauf achten und sagen, ja, man muss wenn er jetzt schon so ist, beobachten. Ja, wenn er jetzt schon so ist, in der Phase, wo er sich am besten zeigt, ist das schon so durchgeschimmert, dann will man nicht wissen. Ne? Das ist aber das Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Ich finde, dass heutzutage die Menschen sich einfach nicht viel Zeit lassen, einfach einen Menschen mal kennenzulernen. Auch so mal, die, ich kenne so Leute, die kennen sich 2 bis 6 Wochen und kommen zusammen. Nach 6 Monaten ziehen die zusammen. Ich kenne das nicht mehr, dass Leute sich mal ein Jahr nur kennenlernen oder 2. Das ist übrigens auch etwas, was diese Dynamik der Beziehung ausmacht, dass alles sehr, sehr schnell geht. Es wird sehr schnell gesagt, ich liebe dich. Es wird sehr schnell von gemeinsamer Zukunft gesprochen. Es wird sehr schnell gemeinsam geplant. Ja, und das ist auch noch so ein bisschen eine Red Flag. Also ich bin auch immer dafür, entschleunigen. Es mag ja, ich weiß, dass es unromantisch ist, sich mit Handbremse zu verlieben. Aber bei den Umständen, die herrschen und so wie wir Liebe leben und diese Austauschbarkeit, auch durch diese ganzen digitalen Apps, ja, wo man einfach immer den Eindruck bekommt, es gibt immer noch was Besseres. Ne? Und dann ist man in so einer inneren Rast, es gibt was Besseres, ist da vielleicht noch perfekter, noch passender. Wir sind nicht mehr fähig, uns auf einen Menschen einzulassen und ihn ganzheitlich wahrzunehmen. Ne? Jetzt mal abgesehen von den toxischen, narzisstischen Beziehungen. Aber wenn eben so ein paar Red Flags auftauchen, dann bitte, Ladies and Gentlemen, hört auf euer Bauchgefühl. Und ja, es ist unromantisch, sich mit Handbremse zu verlieben, but better safe than sorry. Wie kannst du das? Du hast dann zum Beispiel eine gute Frau da, dann lebst du in der Traumwelt, weil du in ein paar Apps irgendwelche gefakten Frauen siehst, ja, die sich für das Bild so hinstellen, die in den Stories extra auswendig lernen, was sie sagen, dass sie ein gewisse Schauspieler sind, ja. Nicht alle, aber viele. Und dann tust du die Frau, die alles für dich macht oder gut ist und eine wunderbare Seele ist, die ist nicht mehr so viel wert, weil du da sagst, ich könnte was Besseres haben. Wie kannst du so unzufrieden sein in deinem Leben? Ja, das frage ich mich auch. Der Mensch ist nie zufrieden. Das sind wie Leute, die auf die Sonnenbank gehen 4-mal die Woche und dann sagt er immer noch, ey, ich bin irgendwie zu hell, ich muss noch mal auf die Sonnenbank. Sieh die Leute, die Bodybuilding trainieren, der sieht schon brutal aus und er sagt, ey, ich habe keine Muskeln, ich muss noch mehr drauflegen. Das ist wie die Person, deswegen sage ich, fang gar nicht erst an, die sich irgendwann die Lippen spritzt, die sieht das irgendwann nicht mehr, ey, meine Lippen sind dünn geworden, obwohl die so sind. Dann spritzt sie nochmal, dass das Gesicht nur so aus Lippen besteht. Dann fängt man, der Typ, der sein erstes Tattoo macht, irgendwann ist der überall tätowiert, von hier bis hier. Frauen, das ist immer so, der Mensch ist generell nicht zufrieden. Ich bin mehrmals erwischt worden und in den Knast gekommen, ich mach's immer wieder, weil ein Knastaufenthalt will ich rein. Nee, deswegen so, leider Gottes, ne? Also du hast das mit den Apps hast du sehr krass angesprochen. Das sehe ich sehr, sehr oft, wie Menschen oder was sie tun. Also bei mir auch ein Mann oder eine Frau ist bei mir direkt unten durch. Ich kann mit diesen Menschen nicht am Tisch sitzen. Wenn du noch Kinder im Spiel, dann verlässt du deine Frau mit den Kindern für eine 10 Jahre jüngere oder für irgendeine Escort oder so, die du kennengelernt hast. 10 Jahre jung ist zu wenig, muss schon 20 so, sein. Nee, also das, wenn ich das sehe, ich kann mit diesen Menschen nicht sitzen. Also ich könnte nicht mal meine Hand dem geben, weil ich mich so ekel von diesem Mann. Naja, also da würde ich jetzt auch gerne mal eine Lanze brechen. Also man kann ja selten in so eine Beziehung wirklich tief reinschauen, ne? Ich bin mir sicher, dass es viele Gründe gibt, warum sich jemand entscheidet, vielleicht eine Ehe und eine langjährige Beziehung zu verlassen. Ja, wenn es natürlich wenn es natürlich aus solchen Gründen, wie du jetzt gerade aufgeführt hast, geht, dann bin ich bei dir. Der ist ekelhaft. Ja? Wir gehen ja meistens fremd, weil wir uns selbst nicht mehr ertragen. Weil wir nicht mehr die Version unseres Selbst. Hä? Man geht fremd, weil man sich nicht unter Kontrolle hat. Von Nisa. Ja, aber ich distanziere mich diesmal von Christina. Ach, Christina, du bist. Ich glaube, ich würde es jetzt mehr näher ausführen, wenn ich mit mir unzufrieden bin, wenn ich nicht mehr die Version bin, die ich gerne sein möchte. Dann mach ein Update. Möchte. Ja. Na, warte, wie soll ich das ausdrücken? Wenn ich mit mir unzufrieden bin, dann suche ich im Außen. Versteht ihr, was ich meine? Also, wenn ich mich. Dann geht man fremd.
nicht nur aus dem Grund, aber was das ist mitunter ein Grund. Was, wenn die Versuchung zu groß ist? Man geht doch manchmal fremd, weil die Versuchung zu groß ist. Man ist Brad Pitt. Dann ist eine Entscheidung und kein Fehler. Genau, ja, ist eine Entscheidung, also aber es ist was Falsches. Es gibt viele Gründe, warum Menschen fremd gehen. Ja. Zum Beispiel Brad Pitt, der weiß, egal wo ich hingehe, alle Frauen himmeln mich an und irgendwann kann er dieser Versuchung nicht mehr standhalten. Mag sein. Wie gesagt, es gibt viele Gründe dafür. Und das ist ja nicht, dafür, weil er nicht mit sich zufrieden ist. Doch. Brad hat Pitt? Auch was. Ja. Wenn du die Bestätigung, wenn du diesen ganzen Versuchungen nicht widerstehen kannst, das heißt, mit jedem Mal, wo du einen Mann oder eine Frau in dein Bett lässt, ja, dann heißt es, du bekommst etwas davon. Genau. Was bekommst du davon? Diese, ich glaube, es ist dieses Bestätigung. Diese Bestätigung, ja. Danke. Das Wort habe ich gesucht. Ja. Also, wenn ich mir Bestätigung im Außen suchen muss über diese Aktionen, dann bin ich unzufrieden mit mir. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wo ihr gesagt habt, da gehe ich nicht mit. Philosophischer Ansatz ist nicht, worüber kann man ist gar nicht denken. So verkehrt. Ja, ist korrekt, obwohl du eine Frau bist. Ja, und intelligent. Ja, und obwohl ich toxisch maskulin bin, habe ich... Naja, also du bekommst ja was davon. Ja. Das machst du ja natürlich vielleicht auch aus dem körperlichen Trieb heraus, aber auch das ist eine Art von Anerkennung. Mhm. Und wenn ich das eben... Und jeder, sind wir uns einig darüber, jeder braucht Anerkennung und Wertschätzung. Aber wenn es natürlich in ein Verhalten ausartet, dass dieses notorische Fremdgehen ist oder das notorische Porno gucken oder das notorische lauter Frauen auf Instagram folgen, obwohl du in einer Beziehung bist, dann okay. Red Flag. Ja, an dieser Stelle würde ich mal für uns sprechen. Ich spreche bitte nur für dich. Bleib bei dir. Ja, bleib ganz klar bei dir. So, ich rede für den Podcast. Ja. Wir werden natürlich alle Links, die du uns zur Verfügung stellst, in die Beschreibung packen. Ja? Wo man dich findet. Wo man dich findet. Wie man dich kontaktieren kann. Wie man dich kontaktieren kann. Wer heißt auf Insta? Projekt Beziehung. Und darf ich nur kurz was sagen? Ja, klar. Weil der Schein hat zu mir gesagt, ich bin die dritte Frau. Ja, die dritte. Oder? Nein. Die dritte. Vierte. Vierte. Zweimal Ezra, Nina. Das war's. Haben wir keine Frau hier gehabt? Nein. Also dann die vierte. Auch aber weil du gesagt hast, ich bin die dritte. Ich habe einen Podcast, wo Frauen diese Geschichte erzählen, wo sie den Mut haben, über ihre toxische Beziehung zu sprechen. Wow. Wie heißt der Podcast? Ich bin die dritte Frau. Heißt ja, weil jede dritte Frau ja von also wegen Gewalt uns bist du am Start. Das wollen wir aber auch hoffen. Wo kann man den Podcast hören? Auf Spotify und iTunes. Überall. Genau, und der heißt, ich bin die dritte Frau und da können sich Frauen bei mir melden, die den Mut haben, die Entscheidung zu treffen, ihre Geschichte zu erzählen. Und anhand dieser Geschichten finde ich sehr gut. Erkennt man den Verlauf, dass er jedes Mal 1:1 ist, denn jede Frau erzählt dieselbe Geschichte. Kann ein Mann sich auch da melden und mit dir reden? Natürlich. Okay, ich bin die dritte Frau. Also folgt Christina, zieht euch den Podcast, ich bin die dritte Frau. Ja. Genau, rein, Projekt überall, Beziehung, Instagram. Wo es Podcast gibt und auf Instagram, Projekt Beziehungen, schreibt sie an, sie ist so nett und sie ist so toll und sie ist so liberal. Ja, und danke, dass du die Jungs bisschen so in ihre rechten Schranken gewiesen habt. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass sie hier war. Danke. Ja, es hat mir war uns eine Ehre. Eine Ehre, dass du hier warst. Wirklich, danke, es hat mich sehr gefreut. Ja. Das glaube ich dir sogar. Nein, wirklich, weil ich mag Diskussionen mit Menschen, deren Meinung ich nicht teile. Wie absurd das klingt. Weil da haben wir was gemeinsam. Nur weil nur dann kann man was lernen und wachsen. Ja. Genau. Nee, körperlich wachse ich sowieso nicht mehr, es hat mit 7 aufgehört. Aber mental, meine Damen und Herren. Deswegen lernt aufeinander zuzugehen und miteinander euch zu unterhalten. Ja, und schätzt euren Partner. Genau. Und seid ehrlich, kommunikativ. Schlagt eure Frau nur einmal im Monat. Macht kein Gaslighting. Und macht alle kein Gaslighting und Love-Bombing nicht toxisch und narzisstisch. An alle Frauen und Männer da draußen, bitte kümmert euch drum. Seid respektvoll zueinander. Versucht es zumindest. Ja. Versucht, gute Menschen zu sein. Guckt auf den Nachbarn, auch wenn ihr häusliche Gewalt sieht, hört. Scheiß nicht drauf. Ja. Wenn ihr eine Frau schreien hört, auch Kinder gegen Kindergewalt, das geht alles gar nicht. Hört drauf, guckt auf eure Nachbarschaft, redet mal, spricht mal die Frau an im Hausflur, wenn ihr sie mal alleine seht. Ey, guck mal, wie es bei dir aussieht. Haltet zusammen, macht eine WhatsApp-Gruppe, Telegram-Gruppe, macht versteckte Apps, meldet euch bei Christina, macht was daraus. Liebe ist wie ein Fuß. Du schlägst sie den an, hast du 3 Monate Schmerz, aber dann fühlst du dich besser. Und wir brauchen Männer, die uns
darin unterstützen. Also wir brauchen nicht Männer, deswegen bist die du uns hier beschützen vor dem Säbelzahntiger oder anderen, sondern wir brauchen wir auch Männer für die Säbelzahntiger. Okay, ja. Ich lasse dir die Säbelzahntiger. Okay, die wenn wir scheinen dich jetzt angreifen wir brauchen, würden. Warte mal ganz kurz. Ja, wir brauchen Bruder, Männer, alles gut. Wir brauchen positiv. Wir brauchen dreimal atmen. Wir brauchen Männer, die aufhören, andere Männer zu schützen, die Dinge tun, die nicht okay sind. Das macht kein vernünftiger Mann. Das macht kein richtiger Mann. Wir brauchen nicht Männer, die uns als Frau per se so schützen, sondern wir brauchen Männer, die aufhören, andere Männer zu schützen. Kein vernünftiger Mann schützt so einen Mann. Gewalttätig sind. Sagst du dein Wort in Allahs Gottes Buddhas Ohr? Genau. Buddha nicht, aber in diesem Sinne, meine Damen und Herren. Voll, Christian, vielen Dank. Wirklich, ich habe zu danken. Komm gerne wieder vorbei. Ja klar, also wenn wir dann tatsächlich über Narzissmus sprechen und ich keine Fragen gestellt bekomme, aber ist das toxisch? Ist das toxisch? Ist der rosa Schuh? Und ich will Salsa tanzen und meinen Körper reiben. So, dann komme ich gerne wieder. Komm gerne wieder vorbei, hört euch den Podcast an. Und das war eine geile Folge. Ich bin auf Tour, meine Damen und Herren. Es ist auf www.nisa.tv. Dresden, es gibt noch Fulda, Albstadt, Fulda, immer die gleichen drei Städte auf dieser Mannheim, Tour. Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, überall, Hamburg, Bonn. Holt euch Tickets, München. Ich liebe euch alle. München, ja. Und wir sehen uns. Passt auf euch auf. Peace in the Middle East. Ciao.